und Hattingen rufen Müngersdorf. Willkommen zu einer neuen Folge von Trotzdem hier, den Podcast über den ersten FC Köln. Und ihr hört es, der Dennis ist nicht da. Der weilt nämlich noch in seinem Geburtsort Lennep, weil der war ja in Köln zum Spiel gegen Augsburg und ist weilt noch da zu familiären Verweildauer und befindet sich, glaube ich, gerade auf dem Heimweg nach Köln und deswegen kann er heute den Podcast nicht mitmachen, aber Hamburg muss ja immer dabei sein, deswegen ist der gute Freund des Hauses ist wieder da, ist eingesprungen, der Raik. Hi Raik. Ja, moin Marco, moin liebe ZuhörerInnen. Ja, schön da zu sein, schön, dass ich Hamburg vertreten darf und kleine Korrektur noch, du solltest Dennis nicht nach Hause nach Köln schicken, sondern eher nach Hause nach Hamburg dann. Ach, nach Hamburg, das ist nächst, ja. Dass das nächste Woche dann auch wieder stimmt, ja. Ja, schön wieder hier zu sein. Das, ja, genau. Und ja, wir haben uns gedacht, wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir wenigstens einen haben mit Expertise, damit die Sendung überhaupt was wird. Und ja, deshalb haben wir uns den geangelt, von dem wir immer Expertise bekommen. Der Thomas Reinscheid, der Ed Köln Süd, Chefredakteur von fc.com. Hi Thomas. Hallo zusammen. Also das mit der Expertise, ja, gute Sache. Danke. Nehme ich jetzt einfach mal an. Hätte jetzt eigentlich gesagt, wie viele Leute mit Expertise dann abgesagt haben, dass ihr auf mich gekommen seid, aber ja, gut. Das stimmt nicht. Nein, das ist nicht wahr. Also abgesagt hat uns keiner. Du warst der Erste, den wir angefragt haben und deswegen freut mich das immer, dass du... Der Einzige, der euch noch nicht blockiert hat auf WhatsApp. so ungefähr. Der Raik hat es auch immer versucht. Ich ändere dann immer meine Telefonnummer und komme dann immer mit einer neuen Telefonnummer wieder durch. Weißt du, das ist ja auch ganz einfach. Siehst du, Thomas, dir hat er erzählt, dass du der Erste warst, der angerufen wurde. Mir hat er auch erzählt, dass ich der Erste war, der angerufen wurde. Also das passt schon, ja, so, ne? Das Schöne ist, der Raik hat heute den Marco-Luxus, den sonst ich habe, so einfach in den Podcast reinzukommen, nichts vorzubereiten. Ich schwitze schon wieder hier wegen der ganzen Technik, aber scheint zu funktionieren. Ja, mal schauen, wie es wird. Und ja, dann schauen wir mal, was die Sendung bringt. Also bringt ja mehr als gedacht. Ich hatte nach dem Spiel in Belgrad tatsächlich schon wieder damit gerechnet, dass wir heute zwei Niederlagen besprechen müssen. Ja, ging ja auch genauso los irgendwo, ne? Ein Stück weit. Und von wegen keine Vorbereitung. Ich habe hier 20 Seiten Rohskript rumzuliegen. Also, aber, nee, tatsächlich nicht. Aber nicht über den FC, ne? Sondern nee, natürlich nicht. Du musst parallel noch was für die Arbeit lesen. Deswegen dachte ich mir, ich komme mal in den Podcast. Irgendwas anderes. Ausgedruckt. 20 Seiten Druckeranleitung. Oder so. Einfach nur sowas, ja. So allgemeine Geschäftsbedingungen von irgendwas oder so, ja. Ja, boah, Zagreb hat nicht so richtig Vorfreude bereitet, auch auf gestern. Was habe ich gesagt? Zagreb. Zagreb? Nee, Zagreb. Bitte lass das keinen Serben hören. Ja, ich weiß, dann köpfen die mich direkt. Ja, Belgrad. Nee, hat ja nicht so richtig viel Vorfreude bereitet, irgendwie, das Spiel. Ich habe so ein paar gehört, die gesagt haben, irgendwie, das war eines der schlechtesten Spiele unter Baumgart. Würden Sie das auch so einschätzen? Ich fand es tatsächlich erschreckend ideenlos, wie wir agiert haben. Ja, ich glaube, das war tatsächlich eins der schwächeren Spiele von uns unter Baumgart, ja. Also ich wüsste jetzt würde ich, nicht. Würde ich mitgehen, ja. Ich wüsste jetzt nicht an, also dass wir so, also wir haben auch schon mal Spiele verloren, wo du gedacht hast, so Junge, was war das denn? Aber weiß ich nicht, hier dieses, was war das, 5-0 gegen Hoffenheim, aber. Oh, erinnere mich bloß nicht daran, da war ich im Stadion, ja. Das waren aber dann auch einfach mal Freak-Spiele, wo beim Gegner alles geklappt hat und du vielleicht auch nicht den besten Tag gehabt hast, aber ich finde das Spiel jetzt letzte Woche Donnerstag gegen Belgrad, das war einfach guten Tag, der erste FC Köln ist wieder da und Thomas, wir können es ja verraten, du warst vor Ort, wie war denn
so die Atmosphäre vor Ort, weil es waren ja tatsächlich auch FC-Fans im Stadion. Kannst du da irgendwas berichten, wie überhaupt so die Atmosphäre war? Weil am Fernseher war das tatsächlich sehr beeindruckend, um das mal so zu sagen. Ja, ich glaube, das kann man definitiv so festhalten. Also beeindruckend war es auf jeden Fall. Ich glaube, ich saß auf der Pressetribüne. Schönen Dank nochmal an den ersten FC Köln, falls er das hier hören sollte. Danke, dass das geklappt hat. Beeindruckend, was Partizan da abgezogen hat. Also von der Mitmachquote im Stadion, der Lautstärke, den unterschiedlichen Gesängen, den Wechselgesängen und alles Mögliche. Das war, also ich war noch nicht beim Derby in Belgrad, aber das war definitiv der beste Heimsupport, den ich in meinem Leben je erlebt habe. Also das war richtig, richtig gut. Klar, ne, die zwei Spielunterbrechungen hätten jetzt nicht zwingend sein müssen, aber das Feuerwerk draußen zu Beginn des Spiels, Das die war auch Laut. krass. Ziehen die das jedes Mal ab mit diesem Ich Feuerwerk glaube, oder ich machen die das nur glaube. Europa? Weiß ich nicht, aber ich glaube eher nur für die wichtigen Spiele. Also waren ja auf beiden Seiten quasi, also hinter der Heimkurve, hinter der Gästekurve quasi, 5 Minuten lang, glaube ich, alles abgefackelt, was selbst in ganz Köln an Silvester nicht weggeht. Stimmung war mega, muss man einfach sagen. Aus Kölner Sicht natürlich auch mutig, dass dann irgendwann so, ich glaube, so 20. Minute der Mittelblock auf der Haupttribüne, also wo die Delegation, glaube ich, saß, das FC angefangen hat, ein bisschen zu singen und zu supporten. Also ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut. Und dann ging ja so langsam die Völkerwanderung herum, dass ein paar Leute sich in die Kurve gestellt haben. Ja, auf jeden Fall mal ein gutes Ausrufezeichen gesetzt, dass diese Kollektivstrafen und das Aussperren von ganzen Fanszenen absoluter Bullshit ist und bleibt. Die Probleme, die es in Nizza gegeben hat, hätte es da auch geben können, glaube ich, wenn beide Seiten Bock darauf gehabt hätten. Ich glaube, auf Kölner Seite war die Masse nicht so vorhanden und auch der Wille, sich da mit den Grobari und was da alles so rumläuft, anzulegen. Belgrad hat halt einfach das Spiel gewonnen und muss man echt sagen, also rund ums Spiel, da wird einem ab und zu schon mal mulmig, muss man echt sagen. Wenn man so rund ums Stadion ist, wir haben extra so ein bisschen die Kopf runter und unauffällig durch die Gegend schlängeln Variante genommen. Man muss Basecap halt, tief ins Gesicht gezogen oder so, ja. ja, man muss halt sagen, unser Redaktionskollege, der mit da war, der hat schon fünfmal das Belgrad Derby gemacht. Der weiß, wie man sich da ein bisschen zu verhalten hat und wo man lang muss und so. Das hat schon sehr geholfen, aber ich kann jeden verstehen, der da echt richtig Schiss hat. Also ich glaube, nach dem Spiel, wenn man selbst von der Pressetribüne rausgeht und dann in den Menschenmengen steht, die da rausdrängen, da ist es dann halt einfach Fresse halten und Handy in der Tasche lassen und so angesagt. Bloß nicht auffallen. Einfach mal bis man so in einem Bereich ist, wo kaum mehr Menschen sind oder gar keine. Nö, ansonsten, also von der Atmosphäre her echt sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, die Pressekollegen um mich rum, die nicht so viel mit Fanszenen zu tun haben, waren echt sehr mit großen Augen, was da abläuft. Wir haben es eher so ein bisschen genossen zu zweit und uns angeguckt, was da so alles abgeht. Gab ja auch eine kleine Choreo während des Spiels. Sehr viel Pyrotechnik in der ersten Halbzeit. Und dann muss man halt einfach sagen, war es für mich ziemlich beeindruckend, wie konsequent und wie diszipliniert die dann waren. Also sie waren auch am 2-0 extrem laut, aber da war kein Feuerwerkskörper. Keine Pyrotechnik, kein gar nichts. Und ich kenne Fanszenen, ohne jetzt bewusst den ersten FC Köln aufzählen zu wollen, bei denen es definitiv Probleme damit gäbe mit der Selbstdisziplin und dann wäre das Spiel zu Ende gewesen. Das war ja klar angesagt vom Schiri, offensichtlich. Also so gut war mein Serbisch jetzt auch nicht, dass ich diese Stadionansage verstehen konnte, aber ich glaube, die dritte Unterbrechung wäre dann Ende gewesen. Und da muss man halt einfach sagen, das war schon beeindruckend zu sehen. Erste Halbzeit war stimmungstechnisch ein bisschen besser. Nur wenn man halt vor dem 2-0, muss man halt klipp und klar sagen, die haben den Ball ins Tor gebrüllt. Und unsere Jungs haben sich davon beeindrucken lassen. Und das hat man gemerkt. Und ja, also es war ein Erlebnis, das muss man einfach sagen. Grundsätzlich rund um das Spiel, also weg vom Stadion, alles ziemlich ruhig, alles
ohne Probleme. Also wir waren danach dann auch noch in der Belgrader Innenstadt trinken und feiern, also was es dann so zu feiern gab. Und da kam kein dummer Spruch. Also es waren noch ein paar in dem Laden, wo wir waren, was irgendwie so der, so ungefähr der letzte offizielle Laden war, der noch auf hatte nachts um 2:30 oder sowas. Da gab es noch ein paar Leute, die da meinten, erst FC Köln-Gesänge anstimmen zu müssen. Das ist jetzt nicht so zwingend meins gewesen. Aber selbst da passierte nichts. Also die Leute haben die dann einfach angeguckt und ja, lass sie mal machen. Also jetzt nicht so, dass man Angst haben musste, okay, jetzt wird halt halb Köln durch Belgrad gejagt. Lag wahrscheinlich aber auch am Ergebnis. Ne? Ich kann mich so an ähnliche Szenen erinnern, dass wir mal in der zweiten Liga in so einem Biergarten bei Dynamo Dresden waren. Und da haben wir dann vorher 3-0 bei denen verloren gehabt. Wenn wir da 3-0 gewonnen hätten, glaube ich nicht, dass wir uns da reingewagt hätten in das Ding. Ja, genau, das kommt auf jeden Fall. Zufriedenheit der Sieger dann irgendwo. Ne? Genau, also ich glaube, ähnlich wie es bei Roter Stern war vor 5 Jahren, das hätte ganz anders ausgehen können. Damals, glaube ich, sogar noch mehr, wenn wir die rausgeworfen hätten und nicht die uns, aber jetzt da, keine Ahnung, also wenn man, mein Kumpel sagt immer, mein Redaktionskollege, der sagt halt immer, ja, wenn man sich anständig verhält und halt auch nicht dumm verhält, dann passiert einem da schon nichts, und er war halt bei 5 Derbys und ich glaube, dass da der Anspannungsgrad nochmal so 200.000% höher ist als bei einem Spiel gegen den ersten FC Köln, das muss man sagen. Wahrscheinlich schon, ja. Wir müssen aber natürlich auch auf das Spiel mal gucken. Was habt ihr in der 15. Minute gedacht? Aber nur kurz. Ja, das ist jetzt neuerdings wohl nicht mehr 5 bis 10 Minuten, sondern mal 15 Minuten sind, die man erstmal überstehen muss. Was waren es im Hinspiel? Da waren es 9 Minuten, glaube ich, ne? Wild Wild Hubers ist back, ne? Das war schon... sah schon sehr, 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 sehr unglücklich aus. So eine ähnliche Szene hatte er doch schon mal gehabt, ne? Irgendwo in der Liga mal, wo ihm der Ball auch so blöd verspringt vom Schienbein weg. Also sah sehr, sehr unglücklich aus, und es war halt irgendwie wieder dieses typische. In dem Moment habe ich noch so gedacht, ja, ja, klar, wir müssen erstmal wieder in Rückstand geraten, bevor wir da so richtig aufwachen. Das Dumme war nur, dass wir in dem Spiel nicht so wirklich aufgewacht sind danach, ne? Ich war relativ entspannt erstmal, als das Tor gefallen ist. Das hat dann aber immer mehr nachgelassen, je weiter das Spiel dann fortgeschritten ist, weil ich hatte die ganze Zeit noch so auf dem Schirm, ja, ja, das können wir schon nochmal wieder aufholen. Was aber in dem Spiel für mich komplett gefehlt hat, war das Thema offensive Durchschlagskraft. Ich kann mich irgendwie an zwei offensive Aktionen vom FC erinnern. Irgendwie vor dem Gegentor hatte ja Skiri da, glaube ich, nochmal einen Direktschuss, der ganz gut pariert wurde. Und dann gab es ja nochmal irgendeine Situation von Adamian oder sowas. Und ansonsten fällt mir da halt offensiv nicht mehr so viel ein. Und deswegen, also nach den 15 Minuten war ich erstmal, zwar erstmal ein bisschen angepisst, dass das Tor gefallen ist, aber war da recht optimistisch, dass wir da was drehen können. Aber in der Folge haben wir irgendwie nicht wirklich ein Mittel gefunden, um Zagreb, meine Güte, Belgrad, sorry, Leute. Nicht, dass ich hier wirklich noch Anfeindung kriege. Also, dass wir da irgendwie hinkommen, dort Belgrad irgendwie in den Griff zu kriegen. Das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht, dass wir das dann nachher irgendwann hinbekommen haben. Ich habe vor dem Spiel gedacht, 2 Dinge dürfen dir nicht passieren. Du darfst nicht früh in Rückstand geraten, beziehungsweise ein Ding darf dir nicht passieren. Du darfst nicht früh in Rückstand geraten, weil aus 2 Gründen. Das eine ist halt, dass Belgrad im Hinspiel schon gezeigt hat, dass wenn sie was können, ist es auf der Uhr sitzen und verteidigen. Mhm. Und das andere ist, du willst dieses Stadion nicht ins Leben holen. Und klar, die waren von Anfang an Vollgas gegeben, nur wenn du die dann mit so einer Aktion halt komplett ins Spiel holst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass du da ernsthaft mit dem Tinnitus rausgehst als Spieler. Weil die halt von allen Tribünenseiten Gas geben. Außer der einen, die leer bleiben musste. Aber sonst, keine Ahnung. Das ist ein unfassbarer, dummer Fehler. Ich habe direkt gedacht, als er den Ball annimmt, lass ihn doch einfach ins Ausgehen. Ja. Also das wäre, selbst bei dem stumpfen Platz, der wie es schien, der Ball wäre... der wäre irgendwo an die Bande geknallt oder sowas, wenn du ihn auftitschen lässt. Und also dazu kommt eben,
die haben schon ein relatives gutes Tempo in der Offensive. Ich fand auch den Satz danach von Baumgart, also da fühlte ich mich ein bisschen angesprochen. Partizan ist trotzdem nicht irgendwer, ne? Die sind auch in der Liga nicht sonderlich gut aktuell, also zumindest für ihre Verhältnisse. Aber das ist eine Europapokal erfahrene Truppe und die ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Dass du die aus meiner Sicht trotzdem schlagen musst, beide Male, weil die halt beide Male nicht gut waren. Das muss man halt auch sagen. Ich fand zum Beispiel überhaupt nicht, dass wir die gar nicht im Griff hatten. Im Grunde genommen hatten wir das Spiel über 90 Minuten komplett im Griff. Wir haben uns halt einmal das Ding selber reingelegt und beim 2-0 ist es halt eine Standardsituation mal wieder. Aber ansonsten, wie viel Prozent Ballbesitz hatte der FC? 75. Das Ding ist halt einfach, es entsteht daraus nichts. Und da bin ich bei dir. Die offensive Durchschlagskraft, ich glaube, die hätten auch noch 4000 Minuten spielen können, da wäre kein Tor gefallen. Und man hatte am Ende, das hat man ja auch gemerkt, Partizan war komplett platt. Die waren wie im Hinspiel ab der 60. Minute tot. Und man hatte genug Situationen, man spielt jetzt nur einfach unfassbar schlimm aus. Und das kommt dann auch dazu, das Gefühl, ne, kommen wir nachher zu, aber das hatte ich in der ersten Halbzeit Augsburg auch. Es gibt so Phasen, da springen dir die Bälle halt nicht vor den Fuß. Wie viele Situationen gab es in nur kurz vor Schluss, habe ich einen Sinn, wo Hector auf die Grundlinie durchgeht und fast bis in den Fünfer laufen kann und den Ball querspielt und es ist kein Fuß dran, noch nicht mal einer des Gegners. Ne, also normalerweise, keine Ahnung, wir kennen das alle, ich glaube, der FC hat 27 Eigentore gekriegt diese Saison, irgendein Idiot hält den Fuß hin oder kriegt den Ball an den Körper oder was auch immer. All diese Dinge im 16er sind überhaupt nicht für uns gesprungen. Das heißt nicht, dass man's gut gemacht hat und nur einen Pechtag hatte. Ich fand halt, dass man echt nicht gut Fußball gespielt hat für das, was der Gegner einem auch angeboten hat. Nur, es war so ein Tag, wo alles zusammenkam und ernsthaft, die hätten noch 4000 Minuten spielen können. Da wäre kein Tor mehr gefallen für den FC. Ja, ich fand gerade auch das 2-0 war ja dann auch wieder so bezeichnend. Ne? Standardsituation, ja, eigentlich ist die Ecke aber da schon, die wird ja reingeschlagen, dann springt der Ball da fünfmal hin und her, du kriegst den Ball einfach nicht raus und dann stehen sieben Leute von uns, sieben Kölner stehen um den 5-Meter-Raum rum und ich glaube, also mindestens zwei, ich glaube sogar drei Leute stehen an dem Torschützen dran. Klar, der war jetzt keine 1,50 groß, aber du hast dann halt auch Hübers müsste direkt neben ihm gestanden haben. Die springen da gemeinsam hoch und trotzdem kommt er zum Kopfball. Das war auch wieder so ein Ding, wo du denkst, ey, ihr habt vorher 5 Chancen, den Ball rauszuklären und ihr kriegt's dann nicht hin, im Zweikampf mit dem einen Typen, der da mit drinne steht, den Ball so zu verteidigen, dass der nicht vernünftig zum Kopfball kommt, den rauszudrängen oder was auch immer. Ne? Es wirkte so ein bisschen... Änderte sehr im Vorlauf an den Elfmeter gegen Gladbach. Da hat der FC auch, glaube ich, 27 Chancen per Kopf oder was auch immer, das Ding rauszuklären. Du machst es nicht, du kriegst die Konsequenz nicht hin, was auch immer, und dann fällt das Tor, also in dem Fall dann halt der Elfmeter und die gelb-rote Karte, aber in Belgrad auch. Bei Timo Hübers muss man einfach sagen, aus meiner Sicht musst du den in der Halbzeit rausnehmen. Oder halt spätestens nach 60 Minuten. Also wenn nach dem 2-0 mussten rausnehmen. Weil der Typ hat 4 Beinschüsse bekommen im ganzen Spiel. Mhm. Und zwar nicht Beinschüsse, wo du sagst, okay, die kannst du kriegen, weil der Gegner überläuft dich nicht. Oder so. Oder das ist halt irgendwie so ein toter Ball. Das waren teilweise an der eigenen Eckfahne, mit dem Rücken zum Tor, mit der Hacke durch die Beine. Mhm. Der Junge hat bis jetzt eine überragende Zeit beim FC gehabt. Das war mit Abstand sein schlechtestes Spiel. Das war ein total gebrauchter Tag. Genau wie Kilian gegen Slowako im Heimspiel, muss man aus meiner Sicht als Trainer, vielleicht sieht Baumgart das komplett anders oder nimmt das anders wahr, aus meiner Sicht musst du da wechseln. Weil die Spieler halt, ist im schlimmsten Fall treibst du das Selbstbewusstsein von Timo Hübers komplett auf Null. Mit diesem Spiel, weil da ging gar nichts. Der hat jede wichtigen Zweikämpfe verloren, der hat unnötig gefoult, der ist 4-mal getunnelt worden, der verschuldet das 1-0 und regt sich danach selber super über sich auf. Das hat man, glaube ich, aus 120 Metern noch gesehen, wie der Typ sich einfach komplett aufregt, was ich auch verstehen kann, nur dann bist du halt einfach raus aus dem Spiel. Das hat man auch gemerkt, das ist auch okay, das, keine Ahnung, das sind alles Menschen, ne? Also man hat auch mal schlechte Tage und kommt auch nicht wieder zurück. Fand ich da ein bisschen, also der tat mir halt irgendwann leid, weil die mit dem gemacht haben, was die wollten. Und weiß nicht, aber das Ding, das 2-0 war auch wieder so, also war auch so ein Gegentor, dass man sich jetzt nicht zum ersten Mal fängt, muss man halt auch sagen. Und dementsprechend ja, also das war auch eine verdiente Niederlage. Da muss man nicht drum herum reden. Also ich glaube,
In Belgrad kannst du verlieren gegen Partizan, gerade als Europapokal-Newbie. Mit, glaube ich, einem Spieler auf dem Platz, der das jemals gespielt hat, so ungefähr, mit Jonas. Und der auch nicht so viel, ich glaube nur eins in London. Und dann wurde er aus dem Leben getreten. Dann war er ja verletzt. Ne? Genau. Und da kannst du das erwarten. Das Heimspiel ist das Schlimmere von beiden, ehrlich gesagt. Aber man muss auch klipp und klar sagen, in 180 Minuten haben die uns gefühlt 2 Torchancen erlaubt. Mhm. Und diese offensive Durchschlagskraft, die Raik auch anspricht, die da komplett fehlte, zieht sich ja noch ein bisschen weiter. Da werden wir auch gleich drauf kommen. Ist diese offensive Durchschlagskraft nicht auch ein Problem der Aufstellung? Ich habe diese Aufstellung gesehen und habe gedacht so, jo. Also ich mag Jonas Hector unfassbar gerne. Ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Typ. Ich finde aber gerade nicht, dass es aktuell seine beste Phase beim FC ist. Ich finde, auf jeden Fall nicht eine Phase, also als Linksverteidiger kannst du ihn blind setzen. Mal gänzlich abgesehen davon, wer da als Konkurrent steht, der ja bis jetzt, ich glaube, kein einzig gutes Spiel gemacht hat. Auf den Positionen überzeugt er halt derzeit nicht. Nicht als Zehner, nicht als, das hast man ja auch nach der Einwechslung gegen Belgrad im Hinspiel gesehen, wo du das Gefühl hast, spiel einfach auf der Außenbahn, Jonas. Ja. Spiel einfach auf der Außenbahn, doppel die Scheiße, lass die laufen und dann bringst du meiner ins Spiel. Aber dieses immer in die Mitte ziehen und da als Spielmacher agieren, was ja seine Aufgabe ist, das funktioniert aktuell nicht so mega geil. Aufstellung, ich habe da was drüber geschrieben, auch auf Twitter danach. Ich kann das rein rational alles nachvollziehen. Auch diese ganze Rotation, auch dass man Spieler bringt, die vielleicht so Kaderplatz 14 bis 18 sind, um denen was zu geben. Aber rein vom Herzen her, Alter, ich habe jedes Mal das Gefühl, die nehmen diesen scheiß Wettbewerb einfach null ernst. Und ich habe im Stadion noch gesagt zu meinem Kollegen, wenn die keine Scheißkarten für 60 Euro verkaufen müssten für die Heimspiele, hätten die schon lange gesagt, wir lassen auch die U19 oder die U21 spielen. Ich kann das alles, wie gesagt, nachvollziehen, weil gerade mit dem Kader, den wir haben, muss man sich, glaube ich, vermehrt auf die Bundesliga konzentrieren. Es ist nur so unfassbar bitter, weil es so unglaublich viel Spaß macht, international mit dem 1. FC Köln. Klar, Nizza war jetzt nicht die Glanzstunde, aber alle, wenn man mal die Spiele ausnimmt, selbst die 3 Spiele 2017, das waren Erfahrungen, von denen ich mir nie hätte träumen lassen mit diesem Scheißverein. Und ich würde einfach am liebsten das ganze Jahr über Europapokal haben. Wer will denn zum 28. Mal gegen Augsburg spielen? Oder eben nach Hoffenheim reisen oder jetzt nach Mainz am Freitagabend. Ich, Belgrad mit dem FC, klar, jetzt zum 2. Mal, ne, und mit wenig Leuten, aber zum Beispiel Nizza war mega. Der Mittwochabend in Nizza war mega. Mit 1.500, 2.000 Kölnern in der Altstadt. Die Kölsche. Oder schreibe ich, ja. Oder Fehlwahr, dass du mit 8.000 im Stadion stehst und feierst, dass wir uns für die Gruppenphase qualifiziert haben. Was das für Erlebnisse sind. 2017 in London. Ich wäre niemals in meinem Leben nach Minsk gekommen, ohne den 1. FC Köln. Keine Ahnung, das sind alles Erlebnisse. Ich verstehe das aus Sportlersicht komplett. Ich verstehe auch die Strategie dahinter. Es ist nur so unsagbar traurig, dass wir diese Chance zum 2. Mal haben und zum 2. Mal nicht wirklich nutzen können. Ist es denn vielleicht einfach für den Verein, also ich bin völlig bei dir. Diese internationalen Fahrten genieße ich auch wahnsinnig. London war damals mega und gerade auch Nizza. Wir waren ja schon irgendwie seit Dienstag in Nizza. Das war einfach geil. Ist einfach super unter Palmen, sich auf ein Spiel vom FC zu freuen. Es ist richtig, richtig gut. Also wie im Kölner Süden, nur mal auswärts. Nur mal mit mehr als 20 Grad, ja, genau. aber das Ding ist, ich kann das auch verstehen und ich finde, das ist ja wahrscheinlich dann auch einfach ein Lernprozess dieser Rotation, ne? Weil du wirst in diesem Kader immer mal wieder, das sehen wir jetzt auch durch Verletzungen, durch Sperren, musst du halt immer mal wieder dann Löcher stopfen. Und das hat ja zum Teil auch zu Konstellationen geführt, dass du Spieler einsetzt, die dann auf einmal auch über sich hinauswachsen. Ne? Also wir kommen ja dann nochmal zu Augsburg, aber dann, wenn ich an den Hüseyin Basic denke,
der hätte wahrscheinlich bei vielen anderen Vereinen maximal in der U21 gespielt, wenn er aus der vierten Liga dort hochkommt. Und jetzt schießt er dann in seinem zweiten Bundesliga, in seinem vierten Bundesliga-Einsatz dann schon sein zweites Tor irgendwie. Und das ist dann halt offensichtlich ein Lernprozess, den wir mitnehmen müssen in dieser Rotation. Ich glaube auch nicht, dass sich ein Baumgart irgendwie davon abbringen lässt, egal wie viel uns das jetzt bedeutet international. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen besser gewesen, wir hätten uns erst nächstes Jahr international qualifiziert, dann mit einem ausgewogeneren Kader, aber also ich kann das tatsächlich mitgehen, auch wenn es mir in der Seele wehtut, wenn es jetzt dann tatsächlich so sein sollte, dass wir diese Chance, da noch weiterzukommen und vielleicht noch ein oder zwei geile Ziele mitzunehmen, damit verpassen sollten. Für die nachhaltige Entwicklung der Mannschaft ist das meines Erachtens nach schon tatsächlich der richtige Weg. Wie gesagt, rational kann ich das alles nachvollziehen. Das ist also, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt jede Entscheidung da nachvollziehen kann, aber grundsätzlich ist das so. Ich finde es halt wirklich einfach nur extrem schade für uns alle. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass die Diskussion auch aufkam nach dem Abstieg 2018, wo dann wirklich gefragt wurde, war es das denn wert? Verfickt nochmal, ja, das war es. Es tut mir leid. Ich fahre auch gerne zum 28. Mal nach Sandhausen. Es ist eh kein großer Unterschied zu dem, was in der ersten Liga abläuft, rein fantechnisch. Ne? Also Augsburg oder Sandhausen macht keinen Unterschied. Ja. Genau, Hoffenheim, Sandhausen, was weiß ich, ob du jetzt den HSV hast oder Werder Bremen. Ne? Das ist halt alles, weiß nicht, also natürlich ist das sportlich und finanziell für den FC scheiße, aber fantechnisch, ganz ehrlich, who gives a shit? Aber die Sachen, die man erlebt hat im Europapokal, die erlebt man vielleicht einmal im Leben. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir 5 Jahre später wieder drüber reden. Aber es ist halt einfach vom Herzen her mega schade. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Du hast auch vollkommen recht. Ne? Da spielen dann auch, kriegen auch Spieler Spielzeit dadurch, die vielleicht sonst nicht die Chance hätten, sich zu zeigen. Ne? Da kommt auch Matthias Olesen noch mit rein, der sich ja leider verletzt hat, der vermutlich auch viel, viel mehr Spielzeit gesehen hätte. Hüseyin Basic ist wirklich das beste Beispiel dafür. Aber auch ein Linden Meiner, ne? Der am Anfang hinten dran war, der viel Spielzeit gesehen hat in Spielen, wo du sagst, so, warum spielt der jetzt von Beginn an? Warum spielt da nicht Florian Kainz oder Dejan Ljubicic oder so? Und der sich dadurch halt auch rangekämpft hat. Ne? Also, wie gesagt, rational kann ich das alles komplett nachvollziehen, aber es ist und bleibt. Wenn du in Belgrad stehst und dir das anguckst, auch diese Stimmung da, und dann da sitzt und denkst, Alter, wir könnten Weiberfastnacht ein Auswärtsspiel im Europapokal haben. Wenn wir Zweiter in dieser Gruppe werden, spielen wir Weiberfastnacht auswärts. Mhm. Und vielleicht wird der Roter Stern Belgrad Dritter und wir spielen nochmal in Belgrad. Wer weiß? Du baust schon wieder Szenarien, ey. Aber wie geil wäre das? Dann kommen da alle irgendwie so in Lappenclowns mit diesen Mickey-Maus-Händen und einfach nur irgendwie spielen Pantomime da auswärts. Wie geil wäre das denn bitte? Und dass wir, ne, man sieht ja auch bei Eintracht Frankfurt, was das so auslösen kann in einem Verein, wenn man international erfolgreich ist. Klar, ein bisschen andere Voraussetzungen und all sowas, aber ernsthaft, wie geil wäre das? Und das wirft man aus meiner Sicht einen Tick zu leichtfertig weg, auch wenn ich es verstehen kann. Und ich meine, die Voraussetzungen sind gar nicht so wahnsinnig anders. Wann hat Frankfurt Relegation gegen Nürnberg gespielt? Das ist auch erst fünf, sechs Jahre her oder was, ne? Ja, sind also, dann quasi fast von da aus direkt wieder international gelaufen, ne? Ja, also so wahnsinnig weit weg davon sind wir dann jetzt, zumindest was die Grundvoraussetzungen angeht, auch nicht. Wo da auch Spieler gespielt haben, oder wo du jetzt Leute im Kader siehst, wo du vor 5 Jahren gesagt hast, pff, der wird im Leben nicht bei Eintracht Frankfurt unterschreiben. Warum sollte er das tun? Ne? Und jetzt hast du da einen Mario Götze und Kolomoani vorne rumzuspringen. Oder auch denkst, wo du vor 2 Jahren schon gesagt hättest, ja, die werden nie im Leben irgendwo da in Frankfurt unterschreiben. Klar, das kann uns natürlich genauso passieren. Hoffentlich irgendwann mal. Ja, ich verstehe es auch nicht. Klar ist die Bundesliga unser tägliches Geschäft und ich glaube nicht, dass ein weiterer Abstieg und weiß ich nicht, das Ausscheiden dann in der Achtelfinale UEFA Euro Conference League uns weiterhilft. Aber was ich nicht verstehe ist, wir stehen ja in der Liga jetzt gar nicht so schlecht da. Und ich finde, genau das ist halt der Unterschied zum letzten Mal europäisch. Da war von Anfang an, war der Druck in der Liga enorm groß.
weil wir halt unten drin standen. 3 Punkte nach 16 Spieltagen oder genau. sowas in der Richtung. Das, ne? ist doch jetzt, das ist doch überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Und ich bin da voll beim Thomas. Ich finde es halt echt schade, dass man das so gefühlt daher schenkt. Ich weiß nicht, ob der FC wirklich mit letzter Konsequenz und mit letzter Macht tatsächlich alles dafür tut, zumindest weiter zu werden. Und das Paradoxe ist ja auch noch, du spielst dann 2-0, verlierst du gegen Partizan um 18.45 Uhr. Meine Laune war gen Null. Und dann kommt meine Frau irgendwie noch rein und sagt, und? Wie hat der FC denn gespielt? Ich habe aus Selbstschutzgründen da auf den Wurf der Bierflasche verzichtet. Schutzgrund deiner Frau gegenüber, ja, sehr gut. Sowohl als auch, sowohl als auch. Also ich meine, ich habe ja noch vor, noch einmal auswärts zu fahren und wollte mir das jetzt nicht mit einem Wurf kaputt machen. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich tatsächlich irgendwas anderes, wir haben irgendwas anderes dann im Fernsehen geguckt und dann habe ich den Ticker angehabt von Nizza gegen Slowako. Und auf einmal führt Nizza 1-0 und denkst so, ja, das war es dann, weil ich glaube, wenn Nizza gewonnen hätte, dann wäre der Ofen aus gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir dann noch eine realistische Chance gehabt hätten, aber die wäre zumindest sehr, sehr klein gewesen, glaube ich. Eine rechnerische schon, aber eine realistische nicht. Also wir hätten beides gewinnen müssen. Nizza hätte genau, also Nizza Belgrad hätte einen Sieg gegen Slowako gereicht und Nizza einen Sieg gegen Belgrad. Und dann genau. ist es halt, ja, ist halt gelaufen eigentlich. Ne? Aber so reichen halt, du kannst das noch in der eigenen Hand, ne? Gewinnst du beide Spiele, bist du durch. Ja, und wir können ja mal auf die Tabelle gucken. Partizan Belgrad 8 Punkte, Nizza 5, der FC 4 und Slowako ebenfalls 4. Ich habe das mir noch nicht hoch und runter gerechnet. Reicht es nicht sogar aus, wenn wir gegen Slowako gewinnen und Nizza gewinnt nicht gegen Belgrad? Reicht uns doch schon ein Punkt gegen Nizza aus? Ja, aber unentschieden reicht dann, ja. Genau. Es reicht, es würde sogar eventuell reichen, gegen Slowako unentschieden zu spielen und gegen Nizza zu gewinnen zu Hause. Weil wir dann den direkten Vergleich gegen Slowako in der Tasche hätten. Dann kämen die nicht mehr vorbei. Das heißt, wenn du in Slowako nicht verlierst und Nizza nicht gewinnt, bist du... Nee, stimmt gar nicht. Sogar wenn wir in Slowako nicht verlieren, haben wir am letzten Spieltag noch eine Chance, weil dann hat Nizza maximal 3 Punkte Vorsprung und wenn wir das Spiel... Und Slowako könnte nicht mehr an uns vorbei. Das heißt... Du hast es alles noch in der eigenen Hand. Das ist das Paradoxe daran. Du hast jetzt ernsthaft nicht gut gespielt im Europapokal, muss man auch ehrlich sagen. Also ich glaube, die beste Leistung war die in Nizza in der ersten Halbzeit. Wir haben gegen Slowako nicht gut gespielt. Wir haben beide Spiele gegen Belgrad nicht gut gespielt. Und sind am Ende mittendrin in der Verlosung noch sechstes Spiel. Und ich glaube, also bei aller Beschwerde und bei allem, wie auch ich mich geärgert habe, auch gerade nach dem Rückspiel in Belgrad, das ist schon okay. Sagen wir es mal so. Es ist jetzt nicht grandios gut, aber es ist auch nicht grandios schlecht. Und und das muss man auch sagen, ich glaube, dass in der Gruppe fast alle auf einem Niveau sind. Also das ist aber nicht gut. Hat einer sich mal dieses von euch oder vielleicht auch einer aus dem Chat, kann das ja auch gerne mal reinschreiben, dieses Spiel von Slowako gegen Nizza angetan? Also hat Nizza da so unfassbar scheiße gespielt oder war Slowako auf einmal überraschend gut? Warum gewinnen die dann auf einmal? Die haben doch in Nizza gewonnen, oder? Habe ich das richtig umschrieben? Ja, in Nizza haben die gewonnen. Ja. Nizza hat, ich glaube, eine gelb-rote Karte von Überzahl-Ding, ne? Udibo bekommen, also hier dieser, der mal bei Schalke gespielt hat. Ja. Also Nizza ist früh, ich glaube, irgendwas um die 15. Minute in Führung gegangen. Mhm. Und dann haben die in der 75. den Ausgleich kassiert. Und dann in der 87., 88. Das Tor aus einem Freistoß. Mhm. Also es gab diese gelbe Karte gegen gelb-rote Karte gegen Todibo,
Dann hat noch Dante gelb wegen Meckerns gesehen und den fälligen Freistoß haut dann Slovako zum 2:1 rein. Okay. Und kurz danach war dann Schluss. Kurz danach war dann Schluss. Okay. Gut, alles klar. Dann hat man da zumindest schon mal eine Erklärung, dass es ein Stück weit aus dem Spielablauf herauskam. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, Nizza war nicht gut. Also gegen uns. Also wenn der FC nach 30 Minuten 3-0 führt, braucht sich ja niemand zu beschweren. Ja gut, die zweite Halbzeit war dann aber schon ziemlich Nizza lastig. Zweite Halbzeit war okay, aber ja. Da haben sie auch Druck gemacht. Aber die erste, ich habe vor dem Spiel habe ich mit Kollegen gesprochen, die so meine Einschätzung zu dem Spiel haben wollten und sowas. Und ich habe gesagt, das, was ich von Nizza bis jetzt gesehen habe, ist, dass eine total unorganisierte Mannschaft, die individuell aber richtig, richtig gut ist, weil das halt alles teure Spieler sind. Wenn wir es schaffen, die Innenverteidigung ist unfassbar langsam, mit Todibo und mit Dante. Wenn wir es schaffen, hinter die Kette zu kommen und in den ersten 30 Minuten die erledigen, also den zwei Dinger einschenken, ist das Spiel gelaufen. Weil die sich dann nur gegenseitig abfacken und Gegner umholzen und undiszipliniert sind und all sowas. Wir hatten die Chance auf dem Fuß, das muss man sagen, wir hätten das Spiel genauso gut verlieren können dann in der zweiten Halbzeit. Da hält Schwäbe halt irgendwie gefühlte 18 Mal Weltklasse. Ja. Aber normalerweise musst du nach 20 Minuten 3-0 führen. Ganz einfach. Ja, mit allein. Den Chancen, mit den Spielanteilen, die du hast. Nizza war klinisch tot. Allein Jan-Uwe ist jetzt zweimal allein aufs Tor zugelaufen. Ja. Genau, und deswegen, die sind halt auch nicht gut. Das ist eine Mannschaft, die hochkarätig besetzt ist, hier und da, die aber unfassbar komisch spielt unter Favre, die völlig unbalanciert spielt. Bei denen Leute auch einfach keinen Bock haben, mitzumachen. Also, keine Ahnung, in der ersten Halbzeit habe ich, glaube ich, dreimal es müsste der Linksverteidiger gewesen sein, der einfach Dante, also den hohen Ball über Dante hinweg auf Thielmann hinterher geguckt hat und gesagt hat, ja, dann ist es halt so. Ne? Mach das, du mal, ne? Das ist mir dann auch egal, den kriege ich auch nicht mehr, mach du mal. Und das ist halt, ja, also bei aller Liebe, deswegen, ich glaube, das ist das noch Schlimmere, diese Gruppe ist extrem machbar. Extrem machbar. Da ist keine gute Mannschaft drin. Und wir sind auch keine gute Mannschaft europäisch gewesen. Und das ärgert mich noch einen Tick mehr, weil da wäre mit ein bisschen mehr Aufwand wäre was drin gewesen, in meinen Augen. Oder ist immer noch drin? Ist ja immer noch was drin. Ist ja immer noch was drin, aber es wäre deutlich komfortabler, die Situation, wenn man ein bisschen anders rangegangen wäre. Aber gut, das Thema hat man ja schon in epischer Breite. Ja, ich glaube halt tatsächlich, wenn du ein Spiel gegen Partizan gewinnst von den beiden, dann hast du 7 Punkte, Nizza 5 und Partizan auch ebenfalls 5. Und dann reicht dir ein Sieg gegen den ersten FC Slowako und du bist durch. Weil Nizza und Belgrad sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Also der ist ja schon der nächste Spieltag. Ja. Und ne, also wie gesagt, jetzt ist natürlich auch so, dass Slowako Nizza da Punkte wegnimmt, mit denen man vielleicht auch nicht unbedingt rechnen konnte in dem Maße, aber ich bin da komplett bei euch. Die Ausgangslage ist immer noch gut und nicht hoffnungslos, aber jetzt müssen wir langsam mal in die Hufe kommen international, ne? Weil bin da voll bei dir, Thomas. Von den 4 Spielen hat mich tatsächlich nur die erste Halbzeit in Nizza wirklich überzeugt und dass man nach dem Rückstand gegen Slowako das Ding halt noch dreht. Aber ansonsten Ausgleich. Nicht Rückstand. Oder nach Ausgleich. Oder nach dem Ausgleich, genau. Ja, genau, nach dem Ausgleich noch dreht. Ja. Oder gewinnt, ja. Ja, Marco, warte mal ab, was wir da in Tschechien abfackeln. Total tiefenentspannt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir das Spiel tatsächlich sehen werden. Also reinkommen schon, ob ich in der Lage sein werde, das Spiel zu verfolgen. Das ist die Frage. Du spielst schon wieder auf die günstigen Bierpreise in der Gegend an, ja, ne? Ja. Ich auf die günstigen Bierpreise in der Bahn. Meine Mitreisenden, die diverse Dinge planen. Also, das können wir ja hier mal sagen, Raik und ich werden in einer Reisegruppe zusammen gen Tschechien fahren mit der Bahn. Der Lenny aus Hamburg hat freundlicherweise die Sache organisiert, geplant und leitet das ein bisschen federführend und ist ja auch derjenige, der freundlicherweise die Tickets gebucht hat damals und uns alle mit Tickets versorgt. Und
ich freue mich halt unfassbar auf diese Reise. Weil ja, ich hab auch so ein bisschen Angst, dass wir in der Bahn overpacen und dann schon auf 10% Akku dann am Stadion ankommen. Aber ich hoffe, dass wir da vielleicht wir haben ja noch ein, zwei Begleiter mit dabei, die vielleicht ein bisschen kontrollierend eingreifen werden. Schauen wir mal. Ich frage mich, wer das sein soll. Ja, ich mich auch. Rollen schälen sich an so einen Gruppen immer dann so nach und nach heraus. Also so wie bei so einem Roadtrip. Einer verschwindet am Anfang und dann ist er am Ende dann wieder da und bringt die ganze Situation unter Kontrolle. Und da müssen wir einfach drauf vertrauen. Genauso wie ich drauf vertraue, dass der FC da in Tschechien seine Chance ergreift und was passt da in das Stadion rein? 8.500 Leute oder sowas? Ich glaube, der FC-Anteil wird relativ groß sein. Ja. Ja. Ja, du musst ja 800 nochmal abziehen, ne? Also 7.600 oder so. Aber sind das nicht nur 5%? Ja, ja. Ach so, wären dann ja nur 400, ne? Ja. Genau. Ja. 8.000, roundabout 8.000, ja. Ja. Stimmt. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie viele da in Rot auftauchen werden. Ja, und ich finde es auch... In diesen wunderschönen T-Shirts. Ich kann es nur immer wieder betonen. Wunderschön. Ah, Chefkiss. Ich habe gesehen, da gibt es sogar Jacken von. Ja, die gab es vor dem Belgrad-Spiel. Genau, ne? Die Jacken sind auch gut, weil da ist das Logo nicht drauf. Aber ja, gibt es. Ja. Ich bin ja beim Belgrad-Spiel erst in der 25. Minute im Stadion gewesen. Dementsprechend, habe ich noch keine. Wer weiß, wie kalt es wird. Ein Kollege in Belgrad sagte, er hätte einen Freund, der hätte ihm gesagt, minus 30 Grad Ende Oktober. Und wir alle so, ja, okay, gut. Danke. Ja, gut. Danke. Ich werde jetzt vorhergesagte Wetter googeln. Lässt ja vorher schon Unwetterwarnungen dann rausgeben, tatsächlich. Ne? Ja, also übrigens, diesen Typen, die diese T-Shirts für 75 Euro auf eBay Kleinanzeigen verkaufen, ne? Euch sollen die Hände abfaulen, ey. Ihr Wichser, ernsthaft. Das ist echt, muss man auch mal online sagen, ja. Vielleicht hat er einfach eins von mir gefunden im Grüngürtel, das mir abgekommen ist. Beim Radfahren. Das aus der Hand gerutscht ist, ja. Es ist leider aus der Tasche gefallen und sagen wir es mal so, ich habe es als Spende genommen an die Menschheit, an alle. Okay. Ja, es ist ernsthaft. Also ich habe schon sehr hässliche T-Shirts hier, die ich nur zu Hause trage. Selbst da wäre ich mir nicht so sicher gewesen, ob ich das anziehen möchte. Das ist echt ein Verbrechen an der Menschheit, dieses Layout. Also für alle, die es wissen wollen, die Wettervorhersage auf der tschechischen Wetterseite geht nur bis Dienstag, den 25. Da stehen 18 Grad drin. Haben sie dich voll verarscht, Thomas. Ernsthaft. Minus 30 Minus Grad. Minus 30 Grad. Er war komplett davon überzeugt, offensichtlich. Aber also, kennt man ja das Wetter Ende Oktober hier in Europa, ne? Minus 30 genau. Grad. Ja, ja. Ja. Nee, ich hoffe mal, dass es tatsächlich ein bisschen so wird wie hier. Und dann kann man sich da ein schönes Wochenende machen. Ja, das denke ich auch. Ja, ich freue mich auch schon mega drauf. Das wird gut werden. Ja, das gehe ich. Also ich hoffe auch. Also ich bin frohen Mutes. Apropos schönes Wochenende, Cliffhanger des Todes. Immerhin hat der FC ja uns am Wochenende noch das Wochenende ein bisschen versüßen können, nachdem. Was für ein Übergang. Was für ein Übergang. Ja, ja. Gerhard Delling. Ja. Chapeau. Ja. Zumindest haben wir nicht verloren gegen Augsburg. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass wir das 3-0 verlieren. Ja, gut, du hast ja auch den Seuchenvogel vorbeigeschickt. Ja, das stimmt. Dass du das nicht mehr unterbindest. Das ist ich habe ja. Trotz Dennis gewonnen, ne? Ja. Genau, wir haben trotz Dennis gewonnen. Also der FC kann sich glücklich schätzen. Vielleicht ist der. @KY-Lennep-Fluch gebrochen. Glaube ich nicht. Da muss irgendwas anderes gewesen sein. Keine Ahnung, Funkstörung oder so, irgendwie sowas. Es geht nicht. Oder den haben die zur Halbzeit aus dem Stadion getragen und er will es so einfach nicht zugeben. Also. Gibt es Bilder, die definitiv ihn zeigen ja. Und das Stadion zeigen? Ja.
und man sicher ist, ist das so wie bei der Entführung oder so, wo man sieht, welche Spielminute ist, damit man klar also sagen kann. Er hatte keine Zeitung so vor dem Bauch. Ich kann sagen, aktuelle Bildzeitung des Tages in der Hand oder sowas. Kann man, tatsächlich nicht, gibt es Zeugen, ich möchte jetzt hier aufrufen, gibt es Augenzeugenberichte, dass dieser Mensch wirklich in der zweiten Halbzeit im Müngersdorfer Stadion verweilte, um das Spiel gegen den FC Augsburg zu sehen? Sonst glaube ich das nicht. Für mich ist das ist wie Mondlandung oder so, oder 9/11. Das ist alles, das ist, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber eine stattliche Versicherung bitte an info@trotzdemhier.de senden. So sieht's aus, genau. Und also wie gesagt, ich bin auch immer noch davon überzeugt, eigentlich sollte der Dennis mit einem europaweiten Stadionverbot für den 1. FC Köln belegt werden. Das ist jetzt maximal noch aufgehoben. Oder das ist. Ja, ich habe ihn ja auch ein bisschen rausgeholt aus diesem Tal, weil wir waren ja am Freitag gemeinsam beim Derby hier in Hamburg. Da nochmal liebe Grüße an den Erik, der das möglich gemacht hat, dass ich da mit dem Dennis zusammen am Freitag bei St. Pauli gegen den HSV im Stadion war. Und da hat ja auch der FC St. Pauli die Heimmannschaft gewonnen. Vielleicht haben wir diesen Fluch von Dennis schon in Hamburg gebrochen und dann auf Köln übertragen. Wir werden das im Auge haben. Ich hefte mir das jetzt einfach mal ins Revers, dass ich das von Dennis abgewaschen habe, damit dass er mit dabei sein konnte. Das sind wieder Bilder in meinem Kopf, die wollte ich, das. Nee. Ich sehe euch beide jetzt, wie du ihn. Wie ich ihn abwasche? Wie du ihn abwäscht und. Nee, besser nicht. Aber mich freut es allein schon daran, wenn ich mir deinen Gesichtsausdruck jetzt gerade vorstelle. Nein, das reicht ja schon. Nee, aber. Übrigens, kleiner Einklinker, auch sehr, sehr geil, stimmungsvolles Spiel und auch schon lange nicht mehr so viel Pyro und Rauch in einem Stadion gehabt. Also es war vielleicht nicht ganz vergleichbar mit dem, was da in Belgrad abgegangen ist, aber auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. Aber ich glaube, von der Pyro-Action, die wir gesehen haben, glaube ich, war das schon vergleichbar. Ja? Okay. So stimmungstechnisch kann ich es nicht sagen, war nicht da, aber was man so von Pyrotechnik gesehen hat, von beiden Seiten auch, das sah schon sehr, sehr, sehr ordentlich aus, muss man sagen. Ja, die haben da zumindest nicht aufgehört in der zweiten Halbzeit, um es mal so zu sagen. Ne? Weil da stand der Spielabbruch noch nicht so richtig dicht davor. Da hast du ja einen Dennis Eitekin da unten gehabt, der das relativ entspannt aufgenommen hat und auch nicht sonderlich viel verzögert hat. Deswegen hat sich da auch keine der beiden Seiten dann zurückgehalten. Selbst als da auch ein bisschen was aufs Feld geflogen ist, irgendwie nach jedem Gegentor, hat ja irgendeiner aus der HSV-Kurve da noch eine Rakete aufs Feld geschossen. Aber das ist auch einfach geflissentlich ignoriert worden im Jubel dann tatsächlich. Aber ja, Fluch gebrochen. Wir haben es geschafft, dass Dennis nicht mehr der Seuchenvogel ist. Ja, wir werden das nicht nehmen, wir brauchen nicht noch mehr. Den Tag vor dem Abend. Wir brauchen noch mehr. Ist immer noch so 1:247. Das ist noch viel Weg zu gehen, wie der Deutsch-Engländer zu sagen pflegt. Ja. Sehr schön. Aber Dennis, du hast gemerkt, ich kämpfe für dich, ne? Ich kämpfe dafür, dass du wieder ins Stadion darfst. Ja, wie gesagt, das, die erste Hürde ist genommen, aber das ist noch nicht vollumfänglich. Also er ist nur auf Bewährung aktuell, ne? Ja, ja. Es ging ja auch schon wieder scheiße los, ne? Ja. Das ist Wahnsinnsüberleitung wieder. Top. Mhm. Die arbeitet man einfach mit Profis zusammen. Reine Podcast-Profis. Ey. Das slidet das hier rein, ne? Ja. Aber ja, das war wieder guten Tag. Der 1. FC Köln ist da, ne? Also, ich finde, das Spiel war von dem, was der FC da in der ersten Halbzeit gemacht hat, bedeutend besser als das, was wir in Belgrad gesehen haben. Aber ich finde das bezeichnet, dass der FC Augsburg tatsächlich mit einem Torschuss in der ersten Halbzeit ein Tor macht. Die haben exakt einen Torschuss nur gehabt. Ja, wobei man ruhiger werden, ganz knapp abseits noch beim zweiten Tor. Ne? Also das kommt auch noch dazu, das wird dann immer ein bisschen unterschlagen. Aber ja klar, also
ich könnte jetzt das wiederholen, was ich vor Belgrad gesagt habe, nur ohne die Stimmung beim Gegner. Also ich glaube, das Ekeligste, was dir gegen Augsburg passieren kann, ist früh in Rückstand zu geraten. Ist nie schön, aber es gibt Gegner, was weiß ich, Borussia Dortmund oder so, wo das jetzt nicht so mega schlimm ist, aber eine Mannschaft, die, man könnte jetzt sagen, Belgrad auf Wisch bestellt ist, sozusagen, die gerne eklig spielt, die auf der Uhr sitzt, die defensiv steht, mit der ersten Offensivaktion des Gegners in Führung geht, ist natürlich bitter. Und es sind halt einfach drei individuelle Fehler wieder. Ne? Also es ist null Druck auf den Passgeber. Muss man in der Bundesliga, da kann man das dann auch mal erwarten von einem Innenverteidiger, dass der einen Ball auf 60 Metern irgendwem in den Körper schießt. Kilian verschätzt sich halt, ne, ist ein Stellungsfehler. Und Schwäbe steht jetzt auch nicht top optimal da, ne. Also, geht relativ früh raus, ist dadurch halt, ist die Reaktionszeit ein bisschen verringert. Ich glaube, bei ihm ist man so viel Gutes gewöhnt, dass man da schon sagt, also ich glaube, bei Timo Horn hätte keiner gesagt, so, ja, wow, den kann man aber auch mal halten an einem guten Tag. Und die Hand zuckt ja auch noch so runter, ne? Genau, also ich glaube, wenn er eine Millisekunde vorher hätte er die Hand da gehabt, dann hätte er den Ball abgewehrt, ne? Ja, ist ein guter Abschluss von Niederlechner, ist auch eine super Ballannahme. Und die Mitnahme auch vor allen Dingen, ne? So, ja. Den auf der Fußspitze mit der Brust, sich den so vorzulegen, genau, also das war, muss man auch mal sagen, dass das von ihm gut gemacht war, ja. Ist eine starke Aktion, nur glaube ich, ich glaube auch Sascha hatte das heute in der Keeper-Analyse. Ich glaube, wenn Schwäbe ein, zwei Schritte weiter hinten steht, pariert er den Ball. Weil das jetzt ein guter Abschluss war, aber kein unhaltbarer Abschluss. Ja. Ne? Sind jetzt kleine Details, glaube ich, beim Torwartspiel. Ich bin auch nicht der Mega-Experte, nur ich hatte dasselbe Gefühl, dass er ein bisschen das Ganze zu offensiv angegangen ist in der Situation. Weil ich glaube, er dachte, bei dem langen Ball kommt er zwei Schritte raus, weil er den nicht vernünftig verarbeitet kriegt und dann halt vorher am Ball sein kann. Macht Niederlechner klasse, muss man einfach sagen. Also selbst wenn es ein bisschen glücklich ist, dass er sich den Ball halt so annimmt, dass er den mit der Wampe, glaube ich, mehr als mit der Brust vorlegen kann. Aber der Abschuss ist gut, die Aktion ist gut. Man muss es halt vorher schwierig machen. Ne? Also es ist kein Druck auf den ballgebenden, auf den passgebenden Spieler. Der darf den Ball halt auch dann nicht. Der Ball ist 70 Meter in der Luft, ne? Also das ist, oder 60. Das ist. Mein Trainer hätte früher gesagt, da liegt Schnee drauf, Thomas, auf dem Ball, den musst du haben. Als Verteidiger, und das sehe ich halt immer noch so. Also ja, wenn du vernünftig stehst und das kein Schlag ist, der ist ja auch kein Schlag, der aus dem Konter oder so existiert. Ne? Also es ist jetzt nicht, die Mannschaft ist ungeordnet und dieser Ball passiert. Alles ist im Vorwärtsgang oder sowas. Auch, ne? Genau, Augsburg hat den Ball, glaube ich, vorher 10 Sekunden in den eigenen Reihen laufen lassen, mindestens. Und da sollte man von einem Bundesliga-Innenverteidiger erwarten, dass er das Ding halt einfach weghaut in irgendeiner Form. Sei es, weil er körperlich vorher da ist, sei es, weil er in der Luft weg ist oder sei es, weil er einfach die Gegner mit abräumt. Das Schöne ist, bei mir wäre es die Wampe statt die Brust gewesen und ich hätte mir wahrscheinlich danach aufs Knie gehauen oder dann ins Gesicht oder sowas. Aber ich finde es schon mal gut, weil ich habe in dem Augenblick auch so gezuckt und dachte so, oh, eigentlich willst du ja jetzt Marvin Schwäbe nicht wirklich kritisieren an der Stelle, weil der halt auch so viele geile Spiele hatte und sag mal, bis auf dieses Ding da gegen Werner und gegen Raber, der ihm ja klar durchrutscht, hat er ja jetzt auch noch nie wirklich so einen richtigen Bock irgendwie drinne gehabt. Aber ich dachte in dem Moment auch so, boah, der Winkel ist so spitz und du bist eigentlich so ein guter Torwart, auch im 1-gegen-1 in der Situation und dann da nach vorne kommen, da hast du dich irgendwie ein bisschen verschätzt. Ich dachte im ersten Augenblick, nee, den muss er doch haben. Dann war es natürlich in der Geschwindigkeit und auch wenn man jetzt mal die Annahme und die Ballmitnahme von Niederlechner und wie er den Ball dann trifft, tatsächlich, muss man natürlich auch zugute halten, aber da dachte ich im ersten Augenblick auch so, boah, scheiße, an einem guten Tag hättest du ihn gehabt. Übrigens aus meiner Sicht krass, wie wichtig gutes Stellungsspiel vom Torwart ist. Ne? Wie gesagt, ich bin kein Torwartexperte. Den Schuss in der Position, wo Schwäbe steht, der ist schwer haltbar. An einem richtig, richtig guten Tag ist der haltbar. Stehst aber ein, zwei Meter weiter hinten, hast du halt die Zeit mehr, ne? Und stehst halt in einem bisschen anderen Winkel dazu. Deswegen, ja, es ist halt nicht immer, weiß nicht, man kann auch nicht erwarten, dass wir beim FC die Spieler alle irgendwie immer auf 110% performen. Aber ich glaube, dass Schwäbe so ein Ding auch schon gehalten hat. Und ist, glaube ich, keiner, dem man jetzt einen Riesenvorwurf machen sollte über das ganze Spiel hinweg und auch über die anderen Spiele hinweg. Aber ich glaube, dass die da auch selber so, glaube, dass er den gerne gehabt hätte. Ja. Also. Ja.
glaube ich auch. Also ich glaube, er wird sich da wahrscheinlich mehr geärgert haben als alle anderen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch bei Luca Kilian. Ich finde, Luca Kilian geht selten richtig in Zweikämpfe. Gerade wenn der Ball irgendwie von oben kommt. Ich finde, das sieht man bei Luca Kilian relativ häufig, dass der, glaube ich, gar nicht weiß, wie er zum Ball gehen soll, oder? Ich finde es ganz spannend, dass wir uns irgendwie über die über den Gebrauchtag von Hübers beim Belgrad-Spiel unterhalten und jetzt irgendwie Kilian da irgendwie bei Augsburg so ein bisschen auf dem Schirm haben, aber dass uns dabei vielleicht so ein bisschen durchgerutscht ist, aber vielleicht ging es euch auch gar nicht so und mir ging es nur so, wer mir bei dem Belgrad-Spiel echt positiv aufgefallen ist in dem ganzen Wumms, den wir gespielt haben, war ein Soldo. Den fand ich sehr, sehr stark in den Einzelaktionen in dem Belgrad-Spiel und da könnte man ja auch mal überlegen, ob man da die Innenverteidigung nicht auch mal dauerhaft verändert, ne? Ja, also klar, fand ich auch. Ich fand Soldo ziemlich stabil in seinen letzten Einsätzen. Man darf aber auch nicht vergessen, also fußballerisch ist das immer noch nicht so das Gelbe vom Ei. Mhm. Ich fand Kilian auch, also ich glaube, er hat kein gutes Jahr 2022, so von den Leistungen her, das muss man echt sagen. Ich glaube, außer das Mainz-Spiel, wo er dann trifft, ist da viel, viel, ja, Leerlauf dabei, also oder nicht so gute Leistungen. Ich finde es aber auch, also jetzt beim 1-0 nicht, da habe ich auch klar angesprochen, aber ich glaube, dass du in der Mannschaft als Innenverteidiger auch sehr, sehr schnell sehr schlecht aussehen kannst. Ne? Also wenn man mal sieht, ich glaube gegen Gladbach, wenn dann mal die Pressinglinie überspielt ist, dann ist da halt auch sehr, sehr viel Platz. Und wenn du dann halt hoch verteidigst, dann wird es halt auch schwierig hinterherzukommen. Ich glaube auch, dass es gar nicht so gewollt ist, dass die Jungs so oft den direkten Zweikampf suchen, sondern vielmehr eher Räume sichern und ist dem Gegner, also es klingt immer so blöd, weil ein direkter Zweikampf ist natürlich auch dem Gegner das Leben schwierig machen. Aber ich glaube, dass eher gewollt ist, Gegner zu stellen, Gegner das Tempo zu nehmen, mhm. Gegner mit dem Rücken zum Tor zu behalten. Das, was man bei Chabot halt deutlich einen Tick zu viel sieht, dieses nach vorne verteidigen, dieses rausrücken und der Gegner soll den Ball nicht vernünftig annehmen können und. Also den Gegner nerven und es schwierig machen, ist, glaube ich, als Innenverteidiger wichtiger, als jetzt direkte Zweikämpfe anzugehen. Also im Sinne von, ich gehe jetzt ins Luftduell und dann wämse ich den weg oder so, irgendwie sowas. Aber yeah. Ich glaube, dass eher das die Maßgabe ist, die dann vom Trainerteam kommt. Finde aber tatsächlich auch, dass Luca Kilian bei aller Kritik an Hübers Auftritt in Belgrad der deutlich schwächere ist aktuell von den beiden Innenverteidigern, den gesetzten Innenverteidigern. Wir haben halt aktuell das Problem, dass wir quasi nur einen dritten Innenverteidiger haben, den man irgendwie Anfang September im Last-Minute-Fenster geshoppt hat. Der hat sich, und wir haben ja seitdem keine Spielpause gehabt, ne? Also wir haben jetzt die erste Woche wieder so richtig, richtig frei. So wirklich, also Länderspielpause mal ausgenommen, aber seitdem ist das ja tak, 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 tak hintereinander und ich glaube, dass Kilian natürlich eher die Nummer sicher ist, ne? Also im Verständnis mit Hübers zusammen. Und ich fand auch unabhängig, abseits von dem Gegentor, hat Luca Kilian ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, weil er mal was gemacht hat, was ich bei ihm zu selten sehe, was ich aber gerne sehe, ist es andribbeln. Ja, das heißt, die Läufe nach vorne. Ne? Die Läufe nach vorne, weil die Räume geben die Gegner den Innenverteidigern des FC häufig, weil weder Timo Hübers noch Luca Kilian sie nutzen. Das hat auch Gründe, das ist auch teilweise vernünftig so, nur wenn du gar keine Bewegung ist zu falsch, aber du hast ein relativ statisches Offensivspiel gehabt. Wenn dir dann das gibt, dann mit Tempo da durchzustechen, sorgst du für einen Chaos-Effekt in der Abwehr. Das heißt jetzt nicht, dass sie auf einmal alle wie blind, wie aufgescheuchte Hühner rumlaufen. Ja, aber die müssen ja einrücken dann irgendwie. Genau. Ne? Und man den Spieler mal stoppen und dann geben sich woanders irgendwo Räume dann. Genau, ne? Es ist ein Element, mit dem grundsätzlich eher nicht gerechnet wird. Das ist das, was zum Beispiel Jonas Hector und Florian Kainz häufig sehr, sehr gut hinbekommen. In Räume zu stoßen, die du eigentlich als Verteidiger oder als Offensivspieler, der Verteidiger decken soll oder abwehren soll, gar nicht so auf dem Schirm hast. Und ich glaube, wenn du das, was Kilian da gemacht hat, häufiger machen könntest, also da ein bisschen Räume ziehen, dass du, wenn du es vernünftig abgesichert bekommst, da einen Effekt erzielen kannst. Und das fand ich halt auch relativ gut. Und ich glaube, seine Zweikampfbilanz nach dem 0-1 ist jetzt gar nicht
so verkehrt. Also von Augsburg kam ja auch nichts mehr. Ne? Also nach dem, spätestens nach dem nicht anerkannten Abseitstor, was ja mega knapp war, sah dann deutlich, also in der ersten Saison, wo hätte ich gesagt, warum wird er überhaupt, also wie lange müssen die nachgucken, weil das war ziemlich klar, wenn man dann diese kalibrierte Linie sieht. Dann war das ungefähr 5 cm oder so. Das war einfach so die Schulter ein bisschen nach vorne gelehnt, ja, sozusagen. Ja. Aber danach kam ja nichts mehr. Also ich habe auf Twitter ja auch mit Holger Schmidt diskutiert von der dpa, sehr netter Kollege, der meinte irgendwie, Augsburg träte viel reifer auf und sicherer und besser als noch in den Vorjahren. Ich fand das aberkannten 2-0 überhaupt nicht mehr. Das war das klassische Augsburg-Spiel. Hinten drin stehen, alles wegtreten, was Ball oder Gegner ist, und ansonsten eine mega nervige Art und Weise an sich. Also was Diskutieren mit dem Schiri anbetrifft, was Diskutieren von der Bank aus mit dem vierten Offiziellen und mit dem Schiedsrichter anbetrifft, das war Classic Augsburg. Das war so klassisch Augsburg. Und deswegen fand ich es auch sehr lustig, dass Steffen Baumgart sehr, sehr lautstark und sehr vernehmbar, denen gesagt Szene, hat, dass er davon hält, ja. Die Szene fand ich auch dann bezeichnend. Ich meine, da, so wie Vargas da Meiner umgenietet hat, was der Bank dort von Augsburg einfällt, da aufzuspringen und rumzudiskutieren. Ja, und Stefan Reuter ist ja eh mein Special Friend in der Bundesliga, also so ungefähr der unsympathische Typ, der irgendwo auf der Bank sitzt, und das ist schon echt wirklich furchtbar. Der hat da eine Attitüde etabliert in diesem Verein, dass die alle nur noch am Rummotzen sind bei jedem kleinen Scheiß. Und ja, ich fand das auch sehr schön. Ich dachte so zuerst, sag mal, habe ich das gerade richtig gehört am Außenmikrofon? War das gerade Baumgart, der da reingebrüllt hat? Aber fand ich sehr schön, fand ich befreit. Das hat auch ungefähr, also nicht meinen genauen Wortlaut, aber meine Attitüde, als ich das dann gestern in der Kneipe geschaut habe, hat das schon sehr, sehr punktgenau wiedergegeben, ja. Ich fand ihn sogar noch sehr zurückhaltend, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich eben auch einem Kollegen beim Laufen gesagt. Ne? Also ich bin mir sehr sicher, dass ich bei der Szene, wenn das meinen Spieler betroffen hätte und der Gegner steht da und tut so, ja, da war doch Ball gespielt, der soll sich nicht so anstellen. Ich hätte noch ein paar andere Worte verloren, aber ich bin ja auch offensichtlich nicht so gut erzogen wie Steffen Ball. Sorry, Mama, ich hoffe, du hörst das jetzt mal nicht auf. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, deswegen auch nochmal. Da hängen wir uns gerne ran, ja, alles aber, Gute, Frau Reinscheid. Weil das war, sorry, und wenn man es dann nochmal sieht und wenn man auch sieht, dass das Foul dann später von Petkov gegenüber Storms war, also da darf sich keiner beschweren, dass das rot ist, wenn das rot ist. Weil, also bei Petkov war es einfach, ich glaube, der ist nicht zu spät im Zweikampf, der ist zu früh für den Zweikampf 5 Sekunden später gekommen. Das war für mich eine klare Tätigkeit, was der da gegenüber gemacht hat. Ja, bei Vargas ist es halt einfach, wow, das ist von hinten mit richtig Anlauf und mit ordentlicher Intensität, ohne wirkliche Chance auf den Ball, trifft nur den Gegner. Der Gegner sieht ihn halt nicht kommen. Ne? Also das ist das Ding, du hast ja manchmal, triffst du einen von hinten und der Gegner weiß aber, dass du kommst. Bei der Grätsche war das nicht der Fall. Und das ist halt so eine Situation, ist so verletzungsanfällig, dass ich sage halt, also ganz ehrlich, ich glaube, mit Gelb ist er sehr, sehr gut bedient gewesen, dass da draußen Leute standen, die sich darüber beschwert haben und auch noch eine Minute später, ich glaube, Maaßen stand 2 Minuten später noch beim vierten Offiziellen und beim Schiri und so. Die haben alle so ein scheiß Tablet auf der Bank. Sie sehen es alle. Und das ist halt, das vielleicht Konzept? Ist das vielleicht einfach nur, also wirklich einfach nur das Konzept zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier mit voller Empörung rauskommen, alle von der Bank aufspringen und sagen, Fehlentscheidung, dann kommt der Schiri nicht auf die Idee, aus der vielleicht gelben dann eine rote machen zu wollen. Weil er so denkt, ist meine Wahrnehmung jetzt tatsächlich so viel anders geworden? Und ich meine, so ein Schiri, der, also so unabhängig wie er auch sein möchte, der wird natürlich von den ganzen Dingen, die um ihn rum passieren, von fuchtelnden Leuten auf der Bank, von Reinbrüllen und von Spielern, die sich beschweren, wird er ja doch irgendwie beeinflusst. Ne? Das bestreiten ja alle Schiedsrichter. Ich sehe das auch so, also selbst wenn es nur unterbewusst ist. Ich glaube, dass der konkrete Gedanke nicht da ist, also so dieses, wenn wir jetzt müssen wir aufspringen damit und so, ne? Aber das Grundsätzliche ist natürlich so. Dann machst du es halt auch eben so, einfach auch immer, so, ne? Genau, wer Augsburg sieht, du hast es eben völlig zu Recht angesprochen, wer Stefan Reuter seit jetzt, keine Ahnung wie viele Jahren, die in der Bundesliga rumtouren, ich glaube, das 12. Jahr, sieht, das hat Konzept, das ist Teil
des Gesamtauftritts des FC Augsburg. Und das hat ja auch Rangnick unter Hoffenheim in Hoffenheim gemacht, das haben andere, dass du bewusst einsetzt, dass die Bank mit aufspringt, mit was tut, laut ist, den Schiri deswegen auch ein bisschen unter Druck setzt. Ne? Das ist halt wirklich. Ja, der Bremen unter Kofeld war ja auch ein schönes Beispiel. Genau, für, ne? Ja, genau. Dass du halt willst, dass von außen Emotionen dabei sind, dass von außen Leben dabei ist, das setzt einen Schiedsrichter natürlich auch unter Zugzwang. Und das bringt eine Hektik ins Spiel, die halt auf dem Platz, zum Beispiel unter Markus Gisdol, hatte der FC immer eine Passquote von 70% maximal. Dass du dann einen Gegner haben willst, der auch hektisch ist, der auch nicht viel, der auch viele Fehler macht, ist klar. Und das ist auch das Programm, das der FC Augsburg hat. Und ja, ich finde das mega nervig. Ich fand, wie gesagt, ich hätte ganz andere Worte zu Stefan Reuter gefunden, schon viel, viel früher in meinem Leben. muss aber ganz ehrlich sagen, es wird ja auch von den Schiris belohnt. Ich weiß nicht, wer gestern Bayern gegen Freiburg gesehen hat, das ist halt auch wieder so ein Thema, das ich gerne sage, ist halt, da wird einer von Freiburg halt zweimal im 16er gefoult. Der lässt sich aber nicht fallen, als ob man dem gerade irgendwie das Bein abgetreten hat. Das sind aber klare Fouls. Der Junge versucht weiter zu spielen und die Belohnung daraus ist, dass der Gegner einen Abschluss kriegt. Ja. Weil er versucht, die Situation durchzuspielen. Wird dann danach von den Sportkommentatoren gefeiert, bringt ihm aber gar nichts, weil er halt keinen Elfer rausgeholt hat. Genau, ne? Genau. Und das ist bei vielen Sachen so. Dieses ewige Augsburg auch wieder, was gegen Dortmund noch geahndet wurde, Ball mitnehmen beim Einwurf, Ball wegschwitzen beim Freistoß und. So Sachen, wenn man das konsequenter ahnden würde, glaube ich, wäre der Sport zum einen deutlich attraktiver, zum anderen aber auch, dass du, wie soll ich sagen, ja, dass du diese Schmutzigkeit nicht belohnst. Du belohnst halt eine Unsportlichkeit. Und du belohnst sie im Übrigen auch, um mal ganz ans Ende des Spiels zu gehen, indem diese fucking Aktion in der fünften Nachspielminute noch ausgeführt wird. Auf der Uhr gesessen hat nicht der erste FC Köln in diesem Spiel. Auch nicht in der zweiten Halbzeit. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da lag Augsburg zurück und hat den Ball beim Einwurf nicht hergegeben. Wo einfach jeder da steht und sagt so, ey, seid ihr bescheuert, ihr liegt hinten, warum spielt ihr so? Aber das ist so tief in denen drin. Und dann belohnst du das, weil du halt sagst, ja, hier ist so viel nachzuspielen. 4 Minuten, ich spiele jetzt noch, die Situation lasse ich noch laufen. Das ist halt scheiße. Und gut, es war Felix Zweier, der schon nicht gerafft hat. Ich weiß nicht, die Leute im Stadion haben es ja nicht mitbekommen so ganz, aber der Mensch wusste schon nicht mehr, wer Anschluss hatte. Und da gab es eine Minute Diskussion darüber, wer Anschluss hat. Ne? Also, es ist... Stimmt, weil Seitenwahl, Anschluss. Ja, genau. Ja. Und Jonas Hector musste ihm sagen, dass der FC die Seite gewählt hat und damit nicht Anschluss hat. Und es ist halt, ja, weiß nicht, das ist... Ich finde das schwierig, mich ärgert das... ich bin als Fußballer auch nicht anders bin ich ehrlich. Man versucht es halt als Fußballer, wir sind halt alles Arschlöcher. Versuchen es so weit auszunutzen wie möglich. Wenn der Trainer im Training nicht guckt, bewege ich mich da auch nicht wirklich. Man lernt ja für sich und nicht für die Schule, ne? Aber das ist in mein Hirn als Fußballer nie eingedrungen. Und so sind Fußballer in vielerlei Hinsicht. Und gerade beim Schiedsrichter ist das häufig so. Wenn man denen nicht klar sagt, das machst du nicht, dann versuchst du es immer wieder. Und wenn du ihnen dann beibringst, dass das funktioniert, über Jahre, diese Spielweise, dann verinnerlichst du das einfach so tief, ne? Dann kommst du auch nicht mehr raus. Ja. Genau, sehen Spieler halt so aus wie dieses FC Augsburg. Was ich halt immer wieder furchtbar finde. Man merkt mir auch an, wie sehr ich mit mir hadere bei diesem Verein. Aber es ist halt wirklich so. Ich finde es jedes Mal, es ist jedes Mal schlimm, gegen die zu spielen. Jedes Mal. Und zwar nicht nur, weil es meistens nicht, also gerade in Müngersdorf nicht sonderlich erfolgreich ist, sondern weil diese Attitüde mir einfach von der Bank, von den Spielern so mega auf die Nerven geht. Wisst ihr eigentlich, wann wir das letzte Mal in Müngersdorf gegen Augsburg gewonnen haben? Vor diesem Spiel. 2011. Ich habe es nachgeguckt. Ich habe den Vorbericht für FC.com geschrieben. Ah, okay. Habe es nachgeguckt. Ich war aber auch im Stadion. Zweimal Lukas Podolski und einmal Peschko. Das habe ich sogar echt noch im Kopf. Eieiei. Alles danach habe ich mir gründlichst aus dem Hirn gesoffen. Gründlichst. Ja. Weil das saubere 11 Jahre. Ja. Jedes Spiel für sich genommen ein unfassbarer Scheiß war.
Ja, es war gerade zu Hause, war es echt furchtbar die letzten 10 Jahre. Das konnte man sich wirklich nicht antun. Und genau aus der Erfahrung saß ich in der Halbzeit hier zu Hause vom Fernseher und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die ein Tor schießen wollen. Das wird so ein typisches Augsburg-Spiel. Jetzt rennst du nochmal 40 Minuten an, dann drischt dir einer, der vorher noch nie einen Ball gerade annehmen konnte, das Ding in den Giebel und dann ist das Spiel auch vorbei. Ja, so ist es ja, glaube ich, 2021 gelaufen. Da haben wir auch 2-0 zu Hause gegen die verloren. Ja, also ich fand schon wieder bezeichnend, was haben Niederlechner und Caligiuri gemeinsam? Also außer, dass sie beide gegen den FC getroffen haben in dem Spiel? Es sind beides Ex-Freiburger vor allen Dingen. Ja, okay, gut, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber das war jeweils deren erstes Saisontor. Natürlich gegen den ersten FC Köln. Das ist typisch. Auch schon wieder so ein Klassiker, ne? Aber gerne besser wäre doch das erste Tor überhaupt in ihrem Leben in der Bundesliga. Ja. So, der hat auch schon seit 500 Spielen nicht mehr getroffen. Da musste ich sehr lachen in der ersten Halbzeit bei Benno Schmitz. Ich glaube, bei der Szene, wo dann nachher Tigges die kleine Chance hat, die dann kurz vor der Linie geklärt wird. Mhm. Schrieb einer auf Twitter, was macht Benno Schmitz da? Warum, also, ne, worauf wartet der? Und da muss ich dann denken, der Typ hat halt noch nie ein Tor geschossen in der Bundesliga. Der weiß halt nicht, was er tun muss im 16er gegnerischen. Das ist halt wirklich so, wenn das ein Außenstürmer ist, der legt den Ball in Tick Richtung Tor und hat völlig freie Bahn. Benno Schmitz ist Außenverteidiger und ja, fuck, 16er alleine. Ich bin jetzt wirklich durchgekommen, was soll denn das jetzt hier? Ja, normalerweise ja, genau. Flanke ich von der Grundlinie rein und das ist gut, aber jetzt stehe ich auf einmal im Strafraum, ne? Genau, und ja. Deswegen, da dachte ich dann auch so, das wäre eigentlich so der klassische Fall. Beim Augsburger hätte er das Ding jetzt einfach irgendwo unter das Tor gejagt oder so. Ja, aber wir haben es gedreht, weil Augsburg wieder nicht schnallt, dass wir nach der Halbzeit rauskommen und das genauso wie gegen Dortmund gemacht haben, ne? Findet ihr, dass der FC nicht auch mit einer anderen Einstellung rausgekommen ist? Fand ich gar nicht. Also wer die letzte Viertelstunde gesehen hat, also klar, ne, es war, ich fand es von der Durchschlagskraft wieder nicht optimal und wieder waren es die zweiten Bälle, die dir nicht vor den Fuß fallen und so. Ne? Da könnte man dann in Anlehnung an Hermann Gerland auch zitieren, immer Pech ist Unvermögen. Ne? Aber ich fand jetzt nicht, dass man denen irgendwie einen Vorwurf machen kann. Das Ding ist, auch in Belgrad nicht. Der Wille war ja klar zu sehen. Klar haben die sich öfter den Schleid abkaufen lassen gegen eine Mannschaft, die vielleicht ein Tick erfahrener ist, die ein bisschen cleverer ist. Aber der Wille, ich finde das Draufdreschen immer auf die Wolte nicht genug, die Jungs. Ne? Da mussten nur mal hey und da. Nee, die hatten einfach keinen Plan. Also keinen Plan im Sinne von, wie können wir denen wehtun, so richtig, fußballerisch. Und das fand ich in der ersten Halbzeit gegen Augsburg auch. Die standen halt mit 14 Mann im eigenen 16, haben den Bus geparkt, haben alle 60 Meter weggedroschen und geguckt, dass der FC wieder anrennt und wieder und gehofft, dass sie im Zusammenspiel mit dem Stadion ungeduldig werden. Und so Phasen hattest du mal im Spiel zwischenzeitlich, aber du hattest immer das Gefühl, andere Einstellung nicht. Also Einstellung nicht. Ich hatte nicht die Fantasie, mir vorzustellen, wie diese Mannschaft ein Tor schießen soll. Und dann kommt sie aus der Kabine raus und macht nach 2 Minuten genau das. Nämlich vor allen Dingen, ich fand es noch nicht mal so wie gegen Dortmund. Gegen Dortmund hast du nach 8 Sekunden die erste Ecke. Du bist nach 8 Sekunden direkt dran. Bis das Stadion kommt und so. Im Grunde genommen war das 1-1 die Initialzündung. Das war nicht, erst kommen wir und dann kommt das Stadion und dann kommt das Tor, sondern du bist mit der ersten Aktion direkt wieder zurück im Spiel. Und das hat ja auch gut funktioniert. Das war ein langer Ball, meiner setzt sich hervorragend durch da dann gegen den Augsburger und die Flanke ist perfekt. Und es sieht zwar immer noch nicht sonderlich gelenk aus, was Herr Tigges da macht, aber. Aber den musst du erstmal aus vollem Lauf abnehmen und so platzieren. Ja. Dann, ne? Genau, und der Höhe war das schon gut. Ja. Das war vom Abschluss her echt erste Sahne. Vor allen Dingen, es wirkt auch so komplett, also nicht so, ich wämms den jetzt rein, sondern so. Ich halte den Fuß hin und das passt schon. Genau, ich drücke den jetzt rein. Und dass er genau auch wusste, in dem Moment, wo er den Ball berührt, dass er reingeht. Und deswegen, ab dann, gut, dann hast du das Stadion natürlich im Rücken, hast einen Gegner, der hinten halt nicht in seiner 1A-Besetzung spielt, wo man auch merkt, aus meiner Sicht, also, ne? Ich finde, gerade beim 2-0 hast du es ja dann gemerkt, ne? Dass ein Gummi da auch ein bisschen desorientiert war, der eigentlich kein Stamminnenverteidiger ist und dann den irgendwie Dennis direkt vor die Füße köpft. Siehst du, eine komplette Innenverteidigung raus, Torwart raus, das muss ja einfach auch einen Impact in der Hintermannschaft haben. Ja, du merkst auf jeden Fall, merkt man aus meiner Sicht, dass
gerade in der Bundesliga bei so Spielen können Innenverteidiger das gerne mal 60 Minuten so spielen. Dann geht irgendwann, also das Problem ist halt, Gummi ist, was, 1,80, 1,77 oder so, 1,82, also halt deutlich kleiner und nicht groß genug für einen Innenverteidiger, der gegen Steffen Tigges, 1,77. Ja, gegen Steffen Tigges spielen will. Du musst bei jeder Aktion auf Zack sein. Also du musst im Kopf wach sein. Das ist noch nicht mal eine körperliche Frage. Das ist einfach, du musst jede Aktion auf Strom sein, weil du weißt, du bist 16 Zentimeter kleiner, 15 Zentimeter kleiner. Du musst clever sein, um das ausgleichen zu können. Bessere Stellungsspiel, früher hochspringen. Genau, du musst früher am Ball sein, ne? Du musst körperlich da sein und, und. Und das, da, aus meiner Sicht hat man gemerkt, wie denen nach 60 Minuten der Saft auch in der Rübe ausgegangen ist. Dass du halt so, ne, unkonzentriert war es bei Sachen, dass die Lücken aufgegangen sind, weil der FC es besser gespielt hat, aber auch, weil das halt nicht die 1A-Besetzung da ist. Und das hat man, du hast ja vollkommen recht, beim 2-1 glasklar gesehen. Also das ist weder gut geklärt, noch gut verteidigt, noch irgendwas. Apropos, ich finde es mega krass, wie gut der Abschluss ist. Das sieht nicht spektakulär aus, aber der Abschluss ist wie geistesgegenwärtig Hussein Basic ist, und das war in Gladbach ja auch schon. Genau, Gladbach bei dem Tor war es ja ähnlich, ne? Ist einfach unfassbar für einen Spieler, der vor 5 Monaten noch 3 Ligen drunter gespielt hat. Das ist unfassbar, ernsthaft. Das ist so das ist echt krank, dass du die Handlos, also, ne, das Problem ist ja nie körperlich, also selten körperliche Schnelligkeit. Meistens ist das Problem, wie schnell bist du im Kopf? Und wie schnell dieser Junge gelernt hat, wie schnell du im Kopf sein musst in der Bundesliga, um erfolgreich zu sein im 16er, ist ein Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das habe ich so noch nie erlebt, dass einer mit 21, mit 20, 21 auf dem Niveau noch so Sprünge machen kann. Was Handlungsschnelligkeit anbetrifft. Du kannst viel an Erfahrung dazulernen, was weiß ich, wie Jonas Hector das hat, ne, auch nicht der schnellste Mensch der Welt, aber steht hinten links stabil, weil er weiß, wie er die Dinger verteidigen muss und. Aber wie krass schnell Dennis Hussein Basic gelernt hat, was es auf dem Niveau braucht. Und übrigens noch eine viel krassere Aktion ist, wie schnell er gelernt hat, dass überehrgeizig nichts bringt. Er hatte, glaube ich, kurz vor seiner Auswechslung hatte er am gegnerischen 16er eine Aktion, wo er komplett tot im Kopf ist und im Körper. Das hat man dem angesehen. Und danach sieht man bei, genau, danach zeigt er an, dass er wechseln will. Ja. Genau, das, ich muss raus. Das geht nicht mehr. Und das finde ich für einen 20, 21-Jährigen, der sein 5. Spiel oder 4. Spiel in der Bundesliga macht, der auch will, wo man auch merkt, so, ja, der hat richtig Bock, der brennt. Dann aber so klug zu sein und zu sagen, hey, hör mal, Coach, das war mein Startelfdebüt hier, es geht nicht mehr. Ja, schon unfassbar, das ist schon unfassbar reflektiert, ne, weil normalerweise siehst du ja so Spieler, ich kann mich hier noch an eine Szene, gab ja mal hier den Christian Conte beim weiß ich, ob der euch ein Begriff ist, bei beim FC St. Pauli, auch mega gehypter Flügelspieler, und dann hat halt St. Pauli im Pokal gegen Eintracht Frankfurt gespielt und er war eigentlich am Oberschenkel verletzt und hat er gesagt, so, nee, das geht, hat sich tapen lassen, ist losgelaufen, rein in das Spiel, nach 10 Minuten ersten Sprint angezogen, wollte dann die Linie runter, hat sich den Oberschenkel dauerhaft kaputt gemacht mit dem Scheiß. Und das ist dann halt so, wenn du selber nicht wirklich reflektieren kannst, kann ich das jetzt oder kann ich das nicht, und das dann auch im Spiel dann auch mitzubekommen und dann zu sagen, nee, Coach, wechsel mich bitte aus, und gerade als junger Spieler, der eigentlich sagen müsste, ich muss jede einzelne Chance nutzen, so lange wie möglich spielen, und im Endeffekt müssen die mich hier auf einer Trage vom Feld runterbringen, das ist schon geil. Also wenn das wirklich so reflektiert von ihm ist, dann ist das schon richtig, richtig stark. Das und ist nicht normal für ihn zu nehmen, Alter. Nee. Es sah auch nicht so aus, als wäre das jetzt so der Frust gewesen. So, die Aktion hat jetzt gerade nicht geklappt, sondern es war wirklich so 5 Sekunden danach, ey Coach, es geht nicht mehr. Und das ist halt mega, wirklich mega gut. Mega, mega gut. Mal gänzlich abgesehen davon, dass er auch fußballerisch ein richtig gutes Startelfdebüt hingelegt hat. Ne? Ich glaube, jeder, so, ich glaube nicht, dass man sich vorstellen kann, weil man nie in der Situation war, aber kann sich denken, wie unfassbar aufgeregt man ist. Ne? Also, du hast im eigenen Stadion die Chance, zu zeigen, was du drauf hast von Beginn an. Da hat Reik ja auch vollkommen recht. Ne? So als junger Spieler willst du ja auch alles mitnehmen. Und du musst auch alles mitnehmen, ne, an Chancen eigentlich. Weil vielleicht kommen sie nie wieder. Und
was klar, der Junge, was der im nächsten Junge... Spiel kommt irgendein Holzfuß an, grätscht dich weg und du reißt dir sämtliche Bänder am Knöchel und dann ist deine Karriere im Arsch. Ne? Und Stefan Reuter brüllt dich an, dass du noch aufstehen sollst, weil es kein Foul war. Und das war ja wohl auf jeden Fall keine rote. Ja, genau. Ja, und, ja. Nee, aber vollkommen richtig. Und deswegen, das ist mega. Also was der Kerl derzeit auf den Platz bringt, ist unfassbar wichtig für die Mannschaft. Und ich glaube, dass niemand... vielleicht außer Christian Keller und Steffen Baumgart gedacht haben, dass es so schnell gehen wird bei ihm. Nein. Ich glaube tatsächlich, dass auch hier im Podcast wir zur Saisonbeginn gesagt haben, jo, Husin Basic, der macht jetzt die Vorbereitung mit und der wird wahrscheinlich aller Voraussicht nach nochmal ausgeliehen. Und das war ja auch, ich sag mal, das erste Ziel, dass man gesagt hat, Mensch, wir gucken uns den Jungen erstmal an und dann gucken wir mal, wie der sich zurechtfindet. Und gab ja, glaube ich, sogar schon, war es Regensburg, die Interesse an der Leihe hatten? Ja, es gab einige. Na, also Regensburg auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Kiel stand auch mit in der Verlosung. Genau, also ne? Da waren ja einige dabei, die Interesse hatten an der Leihe. Und ich habe mal eine Frage an euch. Der FC hat ja, wo glaubt ihr, auf welchem Rang Dennis Husin Basic aktuell mit den Scorern steht in der Bundesliga? Beim FC. Scorer, also Tore und Vorbereitung oder was? Genau, Tore und Assists. Jetzt in der aktuellen Bundesliga-Tabelle oder was meinst du? Ja, genau, in der aktuellen Auswertung aller Scorer beim 1. FC Köln, auf welchem Rang ist er? 5? Kainz hat er schon ordentlich getroffen. Kainz, Lubicic. Tigges hat er jetzt auch schon. Tigges hat 3. Ja, ich halte 5 schon für realistisch. Ja, vielleicht sogar 4. Ich meine, Meiner hat jetzt auch irgendwie einmal getroffen, 2 vorbereitet, aber Husin Basic müsste, ja, ich sag mal 4, damit ich was anderes sage. Geteilt hat 2. Rang mit Lubicic, Meiner, Thielmann und Tigges. Tatsächlich. Alle okay. 3. Alle 3. Mit 3 Punkten. Okay. Und der Junge hat 4 Bundesligaspiele. Ja. Alle, also Lubicic und Meiner 9. Thielmann und Tigges 7. Das ist schon gut. Für 50.000 Euro oder was wir also da genau, 50.000 Euro Ablöse. Also da hat der FC schon schlechtere Transfers. Und Joa Quaios. Zum Beispiel, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich überrascht, wie abgezockt der Junge auftritt. Und das macht schon echt Freude, dem zuzuschauen. Und wenn die Lubicic-Verletzung vielleicht ein Gutes hat, dann ist es Spielpraxis für Dennis Husin Basic. Ja, und bei allem, was scheiße daran ist, dass sich Dejo verletzt hat, ich sehe es insofern ganz positiv, als dass er uns wahrscheinlich nicht in der Winterpause abhanden kommen wird und dann aber nach der Winterpause auch direkt aufgrund dieser langen Pause dann direkt wieder zur Verfügung steht. Und wenn das dann noch den zusätzlichen Aspekt hat, dass ein Husin Basic sich jetzt auch ein bisschen reinspielen kann und wir da noch eine weitere Alternative dazu haben, umso besser, weil es macht schon Spaß, den beiden auch beim Spielen zuzuschauen, weil du auch siehst, dass die Bock haben, weil du siehst, dass die unkonventionelle Wege gehen, dass die sich trauen abzuschließen, dass sie sich trauen auch mal dann doch nochmal den einen Haken mehr zu machen und einen auszuspielen und einfach damit so ein belebendes Element reinbringen, was uns ja vorher an der einen oder anderen Stelle dann so ein bisschen abgegangen ist, ne, wo wir dann bei 75% Ballbesitz da hin und her geschoben haben, aber nichts nach vorne irgendwie auf die Reihe bekommen haben. Und es ist schön dann zu sehen, dass es dann die Jungs gibt, die dann den Mut haben, da auch tatsächlich mal das Ungewöhnliche zu wagen. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob es in der ersten und in der zweiten Halbzeit war. Ich habe eine Szene auch, wo Husin Basic beteiligt ist. Da ist der Ball an der Außenlinie, so Richtung Eckfahne. Er hat den Ball und spielt den dann mit der Hacke weiter. Also, ne, er steht mit dem Rücken zum Spielfeld. Der Gegenspieler drückt ihn Richtung Außenlinie und er spielt den mit der Hacke auf den dann durchstartenden, ich weiß gar nicht, wer es war. Muss ja Hector gewesen sein, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, den zu sehen.
Ach so, ich dachte, du hast dich jetzt an den Anschluss von Baumgarte Nein, 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 erinnert, weil nein, er mit nein, nein. Hacking gespielt hat. Nein, 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 also sehr positiv. Also auch der sieht, dass der Gegenspieler kommt, spielt den halt mit Ruhe und Bedacht weiter und das macht schon Freude zu sehen, ja. Wobei man dann auch sagen muss, also bei allem jetzt Lobhudelei über ganz viele Sachen, man hat dann echt, glaube ich, in der Phase ein bisschen zu sehr gewollt. Also nach dem 2-1. Also ich glaube, dass man da schon ein bisschen anders agieren kann, ein bisschen klüger oder so oder abgezockter. Ich finde das mega gut, wie die Mannschaft daran geht. Jetzt auch, glaube ich, irgendwie gefühlt, dass ich glaube, ich habe die Statistik noch irgendwo auf dem Schirm gehabt. Achte Mal in Rückstand gegangen mit 0-1, siebte Mal ausgeglichen zum 1-1. Ja, Ne? Das ist wir haben halt im von zehnten Spiel. unseren, genau, von den 16 Punkten, die wir bis jetzt geholt haben, haben wir 12 nach Rückstand geholt. Genau, und das ist halt einfach so, ne? Das ist eine Mega-Qualität, nur ich hätte mir schon nach dem 2-1 ein bisschen mehr Spielkontrolle gewünscht. Also es war schon so ein bisschen wild dann irgendwann. Du fängst ja auch nach dem 3-2 noch einen Konter nach einer Ecke, ne? Also das sind halt alles so Themen, wo man bei allem Lobhudeln, ob gerade über die jungen Spieler oder die Spieler, die eher ein bisschen hinten dran waren, sagen muss, da kann man vielleicht noch einen Tick cleverer agieren. Also das 2-2 fällt halt aus einer Situation, wo wir den Ball in der gegnerischen Hälfte haben. Ja, aber trotzdem wieder, ne? Also ich verstehe Baumgarts Opferhaltung da irgendwie nicht, was so die eigenen Fans anbetrifft. Dieses keiner glaubt an uns, nur wir selber und so. Ich weiß schon, dass das angespannt war. Das hat man auch jetzt ihm angemerkt nach dem Abpfiff, wo er irgendwie ein bisschen fast schon mit Tränen in den Augen in die Katakomben ist und so vor Erleichterung. Aber jetzt mal, also wenn man die Unterstützung im Stadion hat, die man hat, und das muss man einfach sagen, das hat der Gegner ja auch neidlos anerkannt, verstehe ich halt nicht, wie man danach auf den Gedanken kommt, so ja, wir waren die Einzigen, die dran geglaubt haben. Es ist trotzdem gut, dass die Mannschaft dran glaubt, an sich und ihre Qualität. Weil auch nach dem 2-2 hat sie so das Ding, dass jetzt der nächste Nackenschlag, die schießen das zweite Mal aufs Tor oder das dritte Mal aufs Tor und der Ball ist drin, wieder drin. Ja. Da fand ich schon gut, dass die Mannschaft auch weitergemacht hat. Ne? Also bei aller Kritik daran, dass es nach dem 2-1 vielleicht zu viel war, sie hat auch nach dem 2-2 nicht aufgehört und sich davon beeindrucken lassen und dann halt auch sehr geistesgegenwärtig auch beim 3-2 wieder agiert. Wie ist denn euer Eindruck so? Jetzt kreieren wir mal die Situation, das 2-0 von Augsburg ist kein Abseits und wir verlieren das Ding sang- und klanglos. Vergleichbar wie gegen Belgrad. Wir haben halt nicht diese Aufbäumenphase nach dem Wiederanpfiff. Wir gleichen das Ding nicht aus oder gewinnen es nachher am Ende des Tages. Wie schätzt ihr denn momentan so die Situation in Köln ein, auch gerade im Presseumfeld ein? Wäre es da schon irgendwie zu Diskussionen gekommen? Vierte Pflichtspielniederlage in Folge, Europa verspielt und jetzt geht's in der Liga bergab, weil dann wären wir ja wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, nach der Saison, nach dem Spieltag dann wahrscheinlich irgendwo auf dem 13., 14. oder sowas gewesen und hätten noch, ja, was bummelig, 5, 6 Punkte Abstand gehabt zur Relegation beziehungsweise zum ersten Abstiegsplatz. Was schätzt ihr ein? Also ist jetzt ein bisschen wäre wenn, ne? Aber was schätzt ihr ein? Wie wäre das abgegangen jetzt in den nächsten Tagen in Köln? Ich glaube schon, dass ich Weil das ist ja immer das, was wir in den letzten Monaten, glaube ja. ich, auch gesagt haben, ne? Das war ja in der letzten Saison auch so ein Markenzeichen von Baumgart, dass immer wenn du was verloren hast, du hast nie 2 Spiele in Folge verloren, ne? Außer dann nachher den 33. und 34. Spieltag, aber ansonsten hast du ja nie mehr als ein Spiel verloren und dann hast du danach immer irgendwie Punkte geholt. Und das wäre jetzt nach 4 Spielen mit Niederlagen, wäre das schon irgendwie eine Premiere gewesen, ne? Genau das ist, glaube ich, vielleicht gerade so dieser Punkt, den ich da bei Baumgart auch nicht auf, also diese Aussage auf der PK habe ich auch wahrgenommen, habe mich tatsächlich etwas gewundert, weil wenn dieses Team doch bisher eins bekommen hat, dann ist es Unterstützung. Und vielleicht ist das halt auch tatsächlich so, dass man denkt, dieser Zug zieht hier weiter voran. Und ich musste mich tatsächlich
nach dem Belgrad-Spiel auch einmal kurz zwicken, weil das waren drei Niederlagen nacheinander. Also Belgrad, Gladbach, Belgrad. Und das hatten wir unter Baumgart halt nicht. Und ich glaube, wenn du sang- und klanglos gegen Augsburg verlierst, ist dieses Spiel gegen Mainz jetzt nicht ein Entscheidungsspiel, aber das kann halt die ganze Saison irgendwie in eine Richtung drücken. Weil stell dir mal vor, du verlierst dann noch das Spiel gegen Mainz, dann hast du 5 Spiele nacheinander verloren. Und genau das, was du sagst, Raik, du hast vielleicht sogar noch international verspielt, dann kommst du halt in einen Sog, den wir, glaube ich, alle nicht wirklich haben wollen. Ja, es sind halt auch so ein schlechte Laune-Modus irgendwie, genau, ne, der sich ja auch dann schnell mal festsetzt. Ne? Ist ja auch vor allen Dingen das, was so bei der Dreifachbelastung eigentlich, oder jetzt für uns nur noch Zweifachbelastung, wir haben ja offensichtlich im DFB-Pokal keine Ambitionen gehabt, was man bei so Themen, wenn du alle 3 Tage spielst, merkst, ne, wenn du gewinnst, sind die Beine nicht schwer. Ja. Spielst du Sonntag halt wieder und spielst Mittwoch wieder oder spielst Donnerstag wieder oder und wenn du aber verlierst und ans Grübeln kommst und dies, dann hast du auch noch Verletzungen, dann ist der Kader dünn, dann musst du vielleicht auch mal spielen, wenn du angeschlagen bist. Ja, dann ist es halt schwierig und ich glaube aber, ich glaube tatsächlich, dass danach deutlich schwieriger geworden wäre, wenn wir das verloren hätten. Es kommt immer auf die Art und Weise an, aber klar, nehmen wir mal an, wir hätten ähnlich ungefährlich gespielt wie in Belgrad, dann hast du natürlich auch die Diskussion wieder, ne? Du hast keinen Torjäger, Tigges ist nicht richtig drin, Dietz ist... Kannst doch nicht mit 2 U23 oder mit 2 Bundesliga-Saison gehen. Ne? Genau, und das setzt sich dann da schon ein bisschen fest. Ich finde es halt einfach mega geil, wir spielen mit Tigges und Dietz vorne und haben die 4. Offensive der Bundesliga. Ne? Das ist halt dann auch mal so für die restliche Mannschaft. Ich fand auch... Liebe Grüße an Wolfsburg. Ne? Ja, ich finde halt auch nicht, dass irgendwie so die Spielweise sich jetzt großartig geändert hat. Man hat auch erste Halbzeit gegen Augsburg 40.000 Flanken geschlagen gefühlt. Also der Modestabgang hat da nicht dafür gesorgt, dass man da irgendwie anders am Start ist. Aber man ist doch ein bisschen torgefährlicher in der Breite geworden, das muss man einfach sagen. Muss man aber auch, weil sonst sähe es sehr düster aus. Hat aber auch immer die Gefahr, dass du, das ist jetzt Henne und Ei, ne? Also brauchst du halt eigentlich einen Topschirmer, um erfolgreich zu sein, oder ist der Topschirmer erfolgreich, weil du gut spielst oder so. Bei Modest hatte ich das Gefühl, der hat einige Dinge gemacht, die nicht viele gemacht hätten in der Bundesliga. Man nehme mal das Siegtor gegen Stuttgart kurz vor Schluss. Das ist eine beschissene Flanke und ein überragender Kopfball. Das war das so eigentlich nach hinten fallen. Genau. Der Fadeaway-Kopfball à la Dürkowitzki quasi. Aber die Qualität hast du aktuell nicht. Ne? Man muss immer zugute halten. Also Florian Dietz hat letzte Saison Regionalliga gespielt, hat auch davor Regionalliga gespielt, ist neu auf dem Niveau, ist halt auch schon 24. Bei Steffen Tigges, der war halt lange raus verletzt und hat keine vernünftige Vorbereitung mitgemacht und. Gerade für das Spiel, das Baumgart will, auch vom Stürmer will, ist das, glaube ich, schwierig, dann so reinzukommen. Ich freue mich mega drauf, wenn der mal eine komplette Vorbereitung mitmacht. Da hast du ja gesehen, was auch so Modest mal wieder geworden ist, wenn der eine komplette Vorbereitung mit Baumgart mitmacht. Ne? Genau. Richtig, also, Bock drauf, ja. Also bei Tigges ist dann so die Frage, ob es dann halt irgendwie von den Laufwegen oder von der Art und Weise, wie ihr spielt, reicht. Aber grundsätzlich sieht man schon, was man mit ihm vorhat und was man vorhaben könnte. Und gegen Augsburg, wie auch gegen Belgrad, war es, glaube ich, eher so, dass so die Strafraumbesetzung nicht richtig passte. Also man hat auch immer irgendwie dahin geflankt, wo keiner war, in der ersten Halbzeit zumindest gegen Augsburg. Das hat sich dann ja geändert und also ich glaube schon, dass es unruhig geworden wäre, wenn du jetzt gegen Augsburg auch nochmal verloren hättest, aber man muss ja auch bei aller Kritik an den Auftritten sagen, selbst in Gladbach haben die nicht aufgehört. Ne? Ja. Also Gladbach hatte eine Phase, wo die uns hätten komplett erschießen können. Ich glaube, da hätte es auch kein Problem gegeben, wenn es irgendwie 6-1, 7-1 gestanden hätte, wenn die durchgespielt hätten. Aber man muss in der Phase vorm 4-1 zum Beispiel sagen, war der 1. FC Köln deutlich näher dran, das nächste Tor zu schießen. Und auch nach dem 4-1 dann, ne? Man macht es 4-2 und dann hat, glaube ich, Marc Uth die Chance aus spitzem Winkel, machst du die, bist du wieder mittendrin im Spiel.
Ja. Jetzt sagt halt jeder, 5-2 verloren, Derby-Klatsche, dies, das. Ja, du hast mit 10 Mann trotzdem die Chance gehabt, nochmal ins Spiel zurückzukommen. Und auch das ist eine Qualität. Und die Statistik eben gesagt, du hast noch ergänzt, wie viele Punkte man nach Rückständen geholt hat. Ne? Diese Mannschaft glaubt an sich und ich glaube nicht, dass das im Kern selber erschüttert wäre, wenn man jetzt auch noch gegen Augsburg verloren hätte. Ich glaube auch darauf zielt so ein bisschen die Art und Weise von Baumgart ab. Mhm. So ein bisschen dieser Wagenburg-Effekt, ne? Ey, Jungs, wenn die schon nicht an euch glauben, dann müssen wir es halt selber tun. Ich glaube aber, ja, ich glaube nicht, also pressetechnisch wäre es null unruhig geworden. Köln ist mittlerweile ein völlig harmloser Medienstandort. Ich glaube, da hast du selbst in, was weiß ich, in Stuttgart mehr Tohuwabohu, was medial abgeht, als hier in Köln. Ich glaube aber von den Fans her, ne, also nehme ich mich nicht aus, deswegen habe ich eben auch gesagt, den Punkt gebe ich Baumgart so mit Partisan. Man guckt das an und sagt so, ist irgendwie serbische Liga, musst du halt wegbomben, ne? Schlechte Wortwahl, ganz schlechte Wortwahl, Thomas. Fuck. musst du abschießen, musst du klar gegen gewinnen. Sorry für die Wortwahl, tatsächlich fehl am Platze. Aber so ist es halt nicht. Und es ist ja auch nicht so, als ob die international jetzt jedes Spiel 4-0 verlieren würden. Seit Jahren. Dementsprechend auch jetzt so, keine Ahnung, was man von den Spielern erwartet. Man hat schon so ein bisschen die Vibes gehabt, so dass man unzufrieden ist mit der Mannschaft. Und man darf halt nicht vergessen, das fand ich halt das Kuriose. Klar verliert man 3 Spiele am Stück, aber man hat vor 2 Wochen Dortmund geschlagen und jeder hat sich hier in den Armen gelegen und wollte nackt eine Runde ums Müngersdorfer Stadion drehen, im Vollsprint. Das zeigt halt auch, wie schnell es gehen kann. Ne? Ich glaube nicht, dass ich hoffe, das hat Dennis dann am Sonntag gemacht, dass er nackt eine Runde ums Müngersdorfer Stadion gelaufen ist. Der ist übrigens auch gerade im Chat dabei und kritisiert uns schon heftig. Ja, völlig zu Recht. Völlig zu Recht, weil wir ihn eben gelobt haben, nennen wir es. Ja, es kommt alles zurück. Wir sollten einfach aufhören damit. Das kommt alles zurück. tatsächlich sieht man, wie schnell es gehen kann. Ne? Und ich bin bei dieser Mega-Opferhaltung und dieser Mega, wie es auch vor 5, 4, in den letzten 20 Jahren immer war, wie die Erwartungshaltung ist, Köln ist zu groß. Nee, ist sie eigentlich nicht. Ich kann aber schon verstehen, dass man sehr schnell den Eindruck haben kann, dass es so ist. Weil, ja, also ich versuche mich mittlerweile während der Spiele bei Twitter eher fernzuhalten, weil ich bei ganz vielen Meinungen einfach am liebsten kopfüber hier aus dem 5. Stock in der Südstadt springen wollen würde. Aber ich glaube, das ist halt die Emotionalität. Man kann nicht, also es sind 2 Seiten derselben Medaille. Du kannst nicht sagen, wie geil es abgeht und wie geil die uns hier unterstützen gegen Dortmund und die haben uns komplett nach vorne gepusht und auch gegen Augsburg, die sind so emotional und die sind direkt wieder on fire. Zu der Art und Weise, dass wir so sind, gehört halt auch, dass man bei, wenn es mal schlecht läuft, vielleicht einen Tick überreagiert, was das angeht. Ja, dass es halt einfach auch ein bisschen over the top ist, ne? Aber es ist auch okay so. Emotionen in die positive Richtung, die brauchen halt auch einen Gegenpol und der ist dann halt in negativer Richtung auch in der einen oder anderen Seite so. Und dass das natürlich gerne dann von irgendwelchen Leuten, die sich nur kurz damit beschäftigen oder die irgendwie Klickzahlen brauchen oder irgendwas rauspushen müssen, dann immer sehr, sehr gern dieses alte Narrativ aufgenommen wird. Ach, guck mal da hier in Köln, da ist ja alles super im Stadion, nur die Fußballmannschaft stört irgendwie dabei und ja, das sind ja alles Chaoten, die reden nach einem Sieg über Champions League und nach einer Niederlage über Abstieg. Ja, ist auch total einfach. Das bedient halt einfach auch so dieses Klischee. Ganz grundsätzliche Klischee, genau. Einfach, dass man dann sagt, ja, komm. Es ist wieder genau so, wie wir es kennen. Haben wir mal kurz gehört, haben wir mal draufgeklickt, können wir jetzt wieder abhaken, Thema durch. Ne? Dass sich da eine Veränderung irgendwo durchgezogen hat in den letzten Jahren, das würde ja dann auch bedeuten, man müsste sich mit der Situation mal wirklich wieder auseinandersetzen und müsste sich mit den handelnden Personen mal wieder unterhalten und müsste das mal wieder neu reflektieren. Aber kannst du dich halt auch einfach in den Kicker setzen und 20 Jahre lang den gleichen Mist schreiben? Keine Ahnung, was von außen kommt, ist mir mittlerweile einfach grundsätzlich fast egal. Ich verstehe halt nicht, wie man Teil dieses Vereins sein kann, als Cheftrainer jetzt in dem Fall. Und vielleicht ist es Taktik, vielleicht glaubt das auch. Wenn das glauben würde, fände ich es schade, weil es absolut nicht so ist. Also, ne, wie gesagt, wer am Samstag, am Sonntag im Stadion war und geglaubt, danach den Glauben hatte, diese Leute, die da sind, glauben nicht an diese Mannschaft.
keiner, der da war, sagt das. Keiner, der am Fernseher mit dabei war und gehört hat über die Außenmikrofone, was abgegangen ist, sollte das glauben. Klar, ist ein bisschen Wagenburg-Effekt, aber ich finde das halt immer so, weiß nicht, man kann halt einfach auch mal sagen, so Leute, wir haben jetzt auch gemerkt, so, wir sind im kleinen Loch, wir brauchen eure Unterstützung. Man kann das ja auch positiv drehen, ne? Man muss ja nicht permanent sagen, so, wir fühlen uns hier nicht so richtig geliebt und wenn man das nicht wertschätzt, dann bla bla bla, sondern man kann ja auch sagen, so Leute, es ist gerade eine schwierige Phase, wir brauchen euch zu 120%, wie wir euch gegen Dortmund gehabt haben, wie wir euch in den Europapokalheimspielen gehabt haben. Und dann ist auch scheißegal, ob einer unzufrieden ist oder nicht, weil der Großteil der Leute halt einfach mega Bock auf diese Mannschaft hat. Und das, ich finde halt schade, dass Baumgart, der selber das immer anspricht, für sich selber und auch für die Mannschaft, so, das sind meine Jungs, die will ich nicht, dass sie kritisiert werden. Man sollte aber auch nicht Einzelstimmen so aufbauschen oder Einzelleistungen so aufbauschen, dass man jetzt irgendwie einen zu hoch lobt oder zu gering schätzt. Dann soll er auch bitte nicht irgendwelche Idioten auf der Haupttribüne oder in der VIP-Loge, die halt sagen, was ist das für eine scheiß Aufstellung, du schenkst hier Europapokal ab, du Otto, so ernst nehmen, wenn man vorher 50.000 Mann im Stadion hatten, von denen 48.000 Mann für diese Mannschaft gebrannt haben. Und das finde ich halt schade daran. Weil das so sehr, wie ich verstehen kann, dass man selber Wertschätzung für seine Spieler einfordert, Respekt für seine Spieler einfordert und Respekt für die Leistungen einfordert und auch das Trainerteam und die Verantwortlichen, empfinde ich das persönlich auch respektlos den Fans gegenüber, dem Großteil der Fans. Ja. Weil das sind sie halt nicht. Mhm. Sie sind nicht die Leute, die da stehen während des Spiels, guck dir mal die Krampe an, der kann ja nichts. Dann hättest du die Stimmung, die du Sonntag gehabt hast oder gegen Dortmund gehabt hast, nicht im Stadion, sondern dann hättest du nach dem 2-2 hättest du manchen da gesehen, die gesagt haben, alles scheiße. Hast du aber nicht. Nicht das, was ich mitbekommen habe. Mhm. Klar hast du das vereinzelt da und es wird auch gepöbelt. Mein Gott, das ist Fußball. Das sind Emotionen. Das passiert. Ich reg mich auf und 2 Sekunden später habe ich vergessen, dass Steffen Tigges der schlechteste Spieler der Welt ist, den wir jemals gekauft haben, weil der Typ halt einfach das Ding reinwämst. So ist Fußball. Das dann einerseits einzufordern, dass man das gerne hätte, andererseits aber sagt so, das stört mich jetzt massiv. Und es war ja noch nicht mal so, ja, das hat mich auch genervt, sondern die Wortwahl ist ja massiv drüber in der Hinsicht. Mhm. Das stört mich einfach. Auch nach dem Sieg. Es ist nach dem Sieg gegen Augsburg null Thema für mich persönlich gewesen, dass irgendwer nicht an diese Mannschaft geglaubt hat. Und dann ist das der dritte Satz, den Steffen Baumgart da sagt, das verstehe ich persönlich halt nicht. Klar, kannst du immer sagen, ich hab's euch ja gesagt. Ja, geil. Wenn du das so haben willst, dann kann man das Spiel auch andersrum spielen. Und das will keiner. Und das ist halt schade. Das finde ich halt einfach schade. Ja, also ich bin mir da auch noch nicht so richtig schlüssig. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit seiner persönlichen Sozialisierung zu tun. Das hat sicherlich auch mit den Teams, die er vortrainiert hat, zu tun. Wenn du dann irgendwie da in Paderborn immer als Underdog überall aufschlägst, gerade in dieser Erstligasaison, dann bist du vielleicht noch viel tiefer in diesem Thema Wagenburg-Mentalität. Und ich weiß, dass mir eine Saison bevorsteht, wo wir sehr, sehr häufig auf die Fresse bekommen werden. Dann gräbst du dich da vielleicht noch ein bisschen mehr mit ein. Ich glaube tatsächlich, da spielt er auch ein Stück weit mit, weil das ist auch einfach sein Image, mit dem er da unterwegs sein will. Und nicht mal eins, was er sich irgendwie nur so selber gegeben hat. Ich glaube, so agiert der tatsächlich auch. Und dass wir vielleicht auch die eine oder andere Ansprache jetzt mal 24/7 hin und her und Blicke in die Kabine etc. drumherum. Aber das sind ja auch ganz andere Gespräche, die er auch mit der Mannschaft zwischendrin nochmal führt, die eben halt nicht irgendwo live abgefilmt werden oder wo du nicht weißt, die landen dann in irgendeiner Doku. Glaubt, dass er denen das auch ein Stück weit so einimpft und dann das einfach auch als Schild nimmt, um sich dann da vorzustellen und einfach auch, um den Stress vielleicht auch ein Stück weit auf sich zu lenken und von der Mannschaft wegzunehmen. Also ich kann das nachvollziehen, dass man das vielleicht so auffasst und dass man sich dann vielleicht auch ein bisschen, ich will jetzt gar nicht sagen ungerecht behandelt, aber schon so ein bisschen ungerecht reflektiert irgendwie sieht. Ich nehme das tatsächlich, also ich für mich persönlich, ne, ich nur rein persönlich, nehme das für mich tatsächlich nicht so wahr. Ich sag mir, wenn er 3-2 gegen Augsburg gewinnt, dann kann er in der PK erzählen, was er will. Ist mir völlig wurscht. Ist mir total egal. Da bei aller auch Kritik, die man vielleicht an der Art und Weise, wie er ist, haben kann,
tatsächlich das, wer gewinnt, hat recht, ne? Es ist halt einfach so. Du kannst auch dich 80 Mal darüber aufregen, dass irgendwie letztes Jahr Hamburg Pokal vercoacht war, dass jetzt vielleicht diese Europapokalsache nicht so mega angenehm ist, dass da immer noch André Duda 60 Minuten bis 80 Minuten auf dem Platz rumläuft oder was auch immer. Wenn du siehst, dass wir 16 Punkte nach 10 Spielen haben, Alter, der kann von mir aus auch den Busfahrer von der KVB hier vom 132er spielen lassen, wenn das am Ende dabei rauskommt. Das ist halt einfach so in dem Sport, im Sport grundsätzlich. Also man muss dafür nicht alles gutheißen und man muss nicht gewinnen um jeden Preis, aber wenn am Ende das Ergebnis da steht, ey, da kann ich mich aufregen, dass da kaum junge Spieler spielen oder dass irgendwie der immer spielt und der nicht und dies und jenes. Ey, ganz ehrlich, das wäre mir als Trainer dann auch völlig Bums. Aber Dennis fragt übrigens gerade im Chat, ob Marco überhaupt dabei ist. Ich will halt meinen Gästen, ich bin ja ein höflicher Gastgeber, ich falle meinen Gästen nicht ins Wort. Herr KY-Lennep, ne? Also nur mal so. Aber haben wir in der 72. Minute den Sieg eingewechselt? Ja, zumindest ist das derjenige, der die Vorarbeit macht, ne? Und der, wenn der Ball nicht bei Tickets landet, der ihn reinmacht, der auf jeden Fall einen Elfer rausholt, weil meines Erachtens nach hätte es dann einen Elfer geben müssen, so wie der, ich weiß gar nicht, wer war es, Demirovic oder was, wie der Uta umgewämst hat. Demirovic. Ja. Mhm. Dann wäre das auf jeden Fall ein Elfer gewesen. Also ich bin kein großer André Duda-Fan und ich werde auch nicht in den André Duda-Fanclub eintreten. Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, André Duda spielt da, weil ansonsten keiner auf der 10 aktuell anders in Frage kommt. Oder ich sehe keinen anderen, der da in Frage kommt. Also vielleicht seht ihr da, Stand jetzt, also scheint ja so, dass Marc Uth noch nicht für ansatzweise 90 Minuten fit ist. Ich finde, man hat einen gravierenden Unterschied zwischen Duda und Uth gesehen. Ja, wobei ich aber Duda auch, also ich habe tatsächlich beim Wettanbieter meiner Wahl vor diesem Spiel darauf gesetzt, dass Duda ein Tor schießt und der FC gewinnt. Das hätte, glaube ich, eine 6,5er Quote oder sowas in dem Dreh gegeben, weil ich auch feste Überzeugung war, irgendwann muss der doch mal wieder sein Breakout-Spiel haben. Und ich meine, das hatte er gegen Augsburg ja schon vorletzte Saison, genau, wo er die zwei Dinger da gemacht hat. Ne? Ja. Ja, wo ich auch so dachte, Mensch, Und ich fand ihn jetzt tatsächlich auch in dem Spiel, fand ich so in zwei, drei Szenen fand ich ihn, ich fand ihn erstmal grundsätzlich präsenter. Er hat sich für mich gefühlt, also er hat keine 5 Haken mehr gemacht, bevor er den Ball weitergespielt hat, sondern es waren nur noch 3. Das waren mir immer noch 2 zu viel, aber er hat aktiver agiert, er hat auch eine ganz gute Torchance gehabt, wo ich finde, da hatte er genug, kurz vor der Halbzeit muss es gewesen sein, da hat er ja nochmal abgezogen und da finde ich, mit seiner Schusstechnik hätte er ihn einfach platzierter drauf bringen können. Aber ich fand ihn tatsächlich verbesserter und ich hätte auch damit gerechnet, dass er jetzt irgendwann mal diesen Breakout hat. Andersherum habe ich mir auch tatsächlich Marc Uth zurückgewünscht, weil der halt immer wieder zeigt, dass er diese überraschenden Momente hat, dass er da dann doch nochmal irgendwie ein bisschen zielstrebiger ist, dass er dann so einen Lauf in den Strafraum dann halt genauso macht, wie er ihn dann vor dem 3:2 gemacht hat und da dann so durchkommt. Aber ich muss jetzt sagen, dass ich in der Zeit, wo Duda auf dem Feld war, fand ich ihn im Spiel gegen Augsburg deutlich besser als in den Spielen davor. Aber ich gebe dir total recht, wenn Marc Uth komplett fit ist, dann ist für mich André Duda wieder auf der Bank. Punkt. Also es ist ja auch nicht so, also ich könnte jetzt spöttisch sagen, dass er nicht so deutlich abgefallen ist, wie er sonst abgefallen ist. Ich fand schon, dass er es geschafft hat, das Spiel ein bisschen besser zu ordnen, also ein bisschen das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und ein bisschen Bälle verteilt hat. Es ist aber weiterhin so, dass er für die Spielweise, die der FC am Start hat, nicht ideal ist, weil alles einen Kontakt mindestens zu lange dauert oder halt die falsche Entscheidungsfindung ist. Das ist ja vom 2-1 eigentlich auch so. Das ist halt der falsche Pass für den falschen Moment. Ne? Du hast rechts alles frei und du willst es komplizierter machen, als es ist. Die Zielstrebigkeit, die Uth hat, geht ihm halt in der Phase, im letzten Drittel komplett ab. Aber ja, also keine Ahnung. Die Aktion ist natürlich bei Uth auch, ne, muss man auch sagen, nach der Verletzung merkt man immer noch ein bisschen, es fehlt noch so das rechte Timing und für mich ist es kein Elfmeter,
Für mich ist, trennt er sich da halt auch zu spät vom Ball, muss halt vorher schießen. Ist doch gut gegangen, was halt völlig okay ist. Ist nicht sein Assist, ist es der von Herrn Demirovic, wenn dann überhaupt. Warte, war Demirovic am Ball? Ja, er trifft ihn noch ganz leicht. Okay, es sah für mich so aus, als wenn Demirovic seitlich in ihn rein ist und dadurch, dass der Ball weiter geradeaus auf Tickets gelaufen ist, dass er ihn nicht getroffen hat. Okay. Er hat ihn so angetippt. Aber natürlich, für die Spielweise, die der FC hat, ist Marc Uth der deutlich bessere Spieler, unabhängig davon, wie man vielleicht zu den persönlichen, also den fußballerischen Qualitäten beider Spieler steht, aber für das, was der FC spielen will, ist Uth der deutlich bessere, weil schneller, zielstrebiger, geradliniger. Nicht umsonst ist die beste Phase des ersten FC Köln in der vergangenen Saison gewesen, die in der Marc Uth auch seine beste Phase hatte. Das fühlt sich so geil. Also der war schon entscheidend für die Europapokalqualifikation am Ende dann, ne? Auch wenn er am Anfang auch so ein bisschen gefremdelt hat mit der Art und Weise, was Steffen Baumgart von ihm will und so. Aber ja, also natürlich wechselst du den Sieg ein, ne? Wenn du siehst, dass Schindler den Einwurf macht auf Vorlage des Balljungen Marius Lauchs, ne? Nie vergessen. Marius Lauchs. Sehr gut. Immer. Diese Umfrage auf Twitter habe ich auch nicht verstanden. Hä, was hat Marius Lauchs? Ah ja, ganz schnell den Ball hingeworfen. Ja, genau, alles klar. Genau. Ich finde übrigens sehr gut, dass man damit das bestraft hat, was Augsburg immer so unfassbar nervig macht, nämlich bei jeder Entscheidung zu diskutieren. Da bleiben halt zwei Mann von denen dadurch stehen, quasi. Auch wenn das, glaube ich, nicht entscheidend war, weil die ja eher an der Außenlinie waren, aber trotzdem schön, dass man es mal gemacht hat, dann einfach einzuwerfen und nicht zu warten, was will der Gegner jetzt von mir? Aber klar, ne, Schindler ist in der Aktion, Uth ist in der Aktion, dementsprechend klar. Das ist ein entscheidender Impuls gewesen, ne? Muss man auch wieder sagen, auch wenn es ich vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren jetzt schallend gelacht hätte, aber die Kadertiefe ist halt da. Du bringst halt Kingsley der Schindler, der sich irgendwie einbringt, der, glaube ich, ein deutlich besserer Joker ist, als er ein Startelf-Spieler ist. Du bringst Marc Uth, der jetzt vielleicht langsam mal so 20, 30 Minuten im Tank hat wieder. Und klar, ne? Also das ist schon nochmal Qualität, ne? Also mit Adamian bin ich noch nicht so warm geworden, muss ich sagen, aber sonst bringe ich es ja meistens meiner von der Bank oder sowas. Dementsprechend kann man halt echt sagen, Moral und Motivation auch, ne? Also was von außen kam, dann von der Tribüne, von den Rängen, war genauso entscheidend wie die Einwechslung. Aber das auch, ne, klar, wenn du Marc Uth und Schindler bringst, die sind am 3-2 maßgeblich beteiligt, dann hast du letztlich alles richtig gemacht. Ja. Das stimmt, ja. Ich glaube, es ist halt auch für Tigges wichtig, dass er da auch steht richtig und macht dann auch in der Situation wieder alles richtig. Und ich war der felsenfesten Überzeugung, dass bei der Überprüfung irgendwas gefunden wird und die uns den Treffer wegnehmen. Ich tatsächlich überhaupt gar nicht, weil das, was strittig war, gehört nicht zum VAR. Also klar, hätte Felix Zweier wieder irgendeine Sonderregel einführen können. Wie damals als Videoassistent beim Spiel gegen Dortmund, dass Bälle, die halt nach dem Pfiff erst über die Torlinie kommen, trotzdem als Tor zählen. Oh, hab es auch, da war ja auch im Stadion. Da war ja auch so, hä, was checken die denn jetzt? Ist doch jetzt gepfiffen, hä? Aber Einwurf, also Spielfortsetzung wird nicht gecheckt. War dann ja auch trotzdem richtig die Entscheidung, muss man ja auch mal sagen. Genau, also er hat ihn ja auch erst dann wirklich hinter der Linie, hat er ihn noch gegen den Fuß gekriegt und da war es egal, ja. Genau, ansonsten war, also was hätte es denn sein sollen? Hohes Bein bei Marc Uth oder so? Deswegen, nee, das war, ich hatte halt danach die Sorge, dass man sich trotzdem wieder einfängt, weil wie nach dem 2-1, man war wieder so, also auch emotional mitgenommen von dem Spiel, ne? Also nicht nur als Fan, sondern offensichtlich die Leute auf dem Platz auch. Man hat sich ein bisschen von dieser sehr großen Freude tragen lassen und wenn man halt die Situation nach der Ecke sieht, da hat man, glaube ich, mehr Glück als Verstand, dass Augsburg halt fußballerisch eher semi-gut ist, weil sonst wäre dieser Konter halt, hättest du ja bei 3-2 in der 90. oder so einen Konter gefangen. Und ist ja nicht so, dass uns das in der Vergangenheit nicht auch schon ein, zwei Mal passiert wäre. Genau, deswegen ja. Und das Tor
mega gut und halt auch, ich finde halt tatsächlich, dass sich Tickets für eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang belohnt hat dadurch. Also da stand er ja einfach nur richtig, hat er ja auch dann ziemlich sympathisch im Interview danach gesagt, so ja, das war jetzt nicht der Schwierigste und eigentlich musste er nur noch reinschießen. Aber hat er sich auch verdient, hatte eine Chance nach dem 1-1, glaube ich, direkt noch, ja, wo er ans Außennetz schießt. Hat aber in der ersten Halbzeit, ne, also ich glaube, beim Express steht irgendwie, war in der ersten Halbzeit nicht sichtbar. Also ich glaube, der hatte die größte Torchance und hat die, nee, hatte, er hatte, er hat die größte Torchance vorgelegt von meiner und hat die zweitgrößte Torchance in der Halbzeit vom FC selber, ne? Also so unsichtbar wären ganz, ganz viele Stürmer in der Bundesliga sehr, sehr gerne, wenn das eine schwache Leistung ist. Aber nach der Halbzeit nochmal 50%, 60%, 70% draufgelegt. Dementsprechend, ich glaube, man kann natürlich nicht mit allem mega zufrieden sein, aber wenn man auf die Tabelle guckt und sieht, was da jetzt steht, ist, glaube ich, gäbe es sehr, sehr viel Schlimmeres. Ja, es ist definitiv gut gelaufen, ja. Ja, das ist so. Und ich glaube halt, dass du mit dem Spiel halt nochmal hoffentlich mehr Selbstvertrauen hast, jetzt halt die Woche nicht in der Woche spielst oder unter der Woche spielst und dich in Ruhe auf das Spiel am Freitag gegen Mainz vorbereiten kann. Und, also auch nicht so viel Pause. Ansetzung nicht verständlich für mich übrigens. Ja, wobei ich glaube, das ist auch so eine Quotenregelung, ne? Dass alle Mannschaften mal am Freitag und am Sonntag und so weiter unterwegs sein müssen. Und dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit auf den Sonntag gepackt wurden und immer Einzelspiele dann hatten, waren wir dann halt auch wahrscheinlich irgendwann mal mit dem Freitagabend dran. Ne? Also ja, ich würde auch gerne mal wieder Samstag um 15.30 Uhr spielen, hätte ich jetzt nichts dagegen. Ja, ich verstehe es halt einfach nicht, weil Mainz unter der Woche halt noch spielt. Ne? Also es gibt zwei... Stimmt ja auch noch Pokal. Ne? Es gibt ein direktes Duell, das Sonntag stattfindet, das hätte halt locker Freitagabend sein können. Aber ja, es sind wahrscheinlich die Quotenregelungen. Es ist so, dass man immer mal auch mal freitagsabends spielen muss und sowas. Aber ja, muss man, also für den FC finde ich das gar nicht so schlimm, weil halt unsere Pause dann doch noch länger ist als die von Mainz. Ich weiß gar nicht, wen die haben. Ich glaube Lübeck oder sowas, ne? Also die müssten Lübeck ausgewählt bekommen haben, ja. Vielleicht müssen sie ja ein bisschen länger ran oder so. Ich hoffe mal. Also grundsätzlich wird das auch wieder ein Spiel sein gegen absolute Unsympathen. Also jetzt Augsburg und Mainz direkt hintereinander, gerade an der Seitenlinie, das wird wieder kein Spaß werden. Boah, Bo Svensson geht mir auch hart auf den Senkel. Das ist auch so ein Typ. Gerade nach dem letzten Spiel, wo mit McKenna hatte er sich da so... War das nicht der Co-Trainer von dem? Ja, aber Svensson hat danach gesagt, dass er eine Entschuldigung nicht annehmen würde. Das war erst dass er nicht die Hand geben würde und so. Keine Ahnung. Der Typ hat irgendwie 78 gelbe Karten schon bekommen an der Seitenlinie. Ja. Also das ist halt auch kein Vorzeigesportsmann als Trainer, ne? Also Trainer steht. Das ist aber auch so ein Typ, wenn der an deiner Seitenlinie steht, dann findest du ihn richtig geil. Wenn der bei der anderen Mannschaft steht, dann hast du ihn auf den Tod. Also, kann ich total fühlen. Kann ich total gut nachvollziehen, ja. Ich möchte, by the way, den möchte ich nicht an unserer Seitenlinie stehen haben, aber wenn es dann so wäre, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, warum man den bei der Mannschaft dann auch mit ihrer Trolli-Kindergarten-Tribüne hinten links irgendwie nicht so richtig ernst nehmen kann und dann macht er dann so ein Heini da, ne? Naja, egal. Aber du hast schon recht, das ist für mich das zweite Unsympathenduell direkt hintereinander. Aber da muss man auch sagen, dann haben wir es halt wenigstens auch mal durch dann für die Hinrunde. Ne? Wir haben danach ja Gott sei Dank auch lange Pause, also irgendwann mal so in einem Monat oder so. Haben wir ja sehr viel Zeit ohne Fußball, wie ich gehört habe. Es findet offensichtlich kein Fußball statt. Tja. Man pausiert einfach irgendwann im November und dann findet einfach bis irgendwie Mitte Januar kein Fußball mehr statt. Ja, Ende Januar sogar, ne? Ja. 23. oder 29. oder so was, ne? 23. geht's hier los. Ja. Dinge passieren einfach. Und keiner weiß, was da passiert währenddessen. Man spielt einfach keinen Fußball. Es ist halt einfach ein 3 Monate Weihnachtsfest. Ja. Da sitzen wir die ganze Zeit unter dem Tannenbaum und essen Spekulatius. Haben wir uns auch einfach mal verdient. Genau. Aber verdient haben sich unsere Hörer auch 3 aus 3. Da der Dennis ja nicht da ist, habe ich 3 Fragen zu Mainz vorbereitet mit 3 Antworten. Und ihr dürft jetzt als Duo Infernale den Dennis vertreten. Und mal gespannt, wie gut ihr über den FSV Mainz Bescheid wisst. Ich bin gespannt.
Oh Gott, ja, da mal los. Die also, Antwort ist immer Michael Turk. Egal, was ja, die Frage ist, die Antwort ist immer Michael Turk. Ich habe gerade kurz geguckt, ob sie irgendwo drin vorkommt. Michael Turk kommt nicht vor. Oder Mohamed Zidane, irgendwas davon. Die erste Frage ist, wisst ihr denn, wer aktuell Kapitän bei Mainz 05 ist? Ist es ja. A? Oh, ja. Ja, die Frage ist ja einfach nur, ob ich es weiß. Und die Frage-Antwort ist ja. Okay. Wer ist es denn? Ist es A. Stefan Bell, Robin Zentner oder Sylvain Widmer? Ja, das weiß ich tatsächlich auch. Also jetzt nach der Auswahl weiß ich es auch, ja. Ist es Widmer? Ist Widmer, ja, tatsächlich. Ja. Es war der vorher doch... Er hat ein unfassbares Glück mit seinen Jokern. Das ist unfassbar, ja. Also aus der Hüfte hätte ich es jetzt nicht gewusst, aber bei den drei war mir dann irgendwie klar, ich habe das irgendwann vor ein paar Wochen oder was haben sie das doch gemacht. Er ist doch, wer war denn vorher Kapitän? Was weiß ich, wer da vorher Kapitän in Mainz war. War das nicht, warte mal, das war doch ein ehemaliger Kölner, der Nicole Czernowski. Nein, nee. Daniel Brosinski wahrscheinlich. Brosinski, genau, Brosinski war doch vorher Kapitän bei denen, oder? Keine Ahnung. War das meine, und dann war das okay. Das kann auch sein, als Brosinski vielleicht davor war, dann war es Nia KT und dann als Nia KT jetzt, wo ist er, nach Newcastle oder was? Ne? Newcastle, glaube ich, getradet worden. Sind das weitere Fragen, die ich beantworten muss? Nein, das ist so diese unendliche Kette, die sich dann vorzieht. Weißt du noch das und übrigens weißt du noch das? Nee, aber Widmer, ja. Mhm. Also ich finde, der Dennis hat ja geschrieben, Bell, damit muss er auf jeden Fall schon mal einen Euro zahlen. Das ist ja, logisch. Tatsächlich wie unser Chat auch. Vielen Dank, Dennis, nehme ich gerne an. Solange er das zahlen muss, bin ich fein, ja. Kommen wir. Ach so, wenn wir falsch antworten, muss Dennis bezahlen. Ja, natürlich. Warum habe ich dann richtig geantwortet? Ja, das weiß ich nicht. aber kommen wir zur Frage 2. 2005, 2006 hat Mainz das erste Mal international gespielt. Wisst ihr denn auch, warum die sich qualifiziert haben? Ja. Warte mal, war das diese Qualifikation für den, was war, nicht UI-Cup, aber für diese Fairness-Wertung oder was? Ja. Ist das richtig in Erinnerung? Ich meine, Fairplay-Wertung. Quasi keine gelbe Karte in der Saison bekommen oder so ein Quatsch, ne? Oder die wenigsten, ne? Ja, die wenigsten, wenigsten gelben und roten Karten. Ja, es ist tatsächlich richtig. Also, es ist, ich brauche meine drei Antwortmöglichkeiten gar nicht nennen. Aber sind die da nicht gegen dieselben Rumänen ausgeschieden wie dann ein paar Jahre später in der ersten Runde schon? Ich meine ja. Klusch, ne? Nee, irgendwas noch, das war noch ein größerer Provinzclub. Ja, ist so. Also noch größerer Provinzclub vor allen Dingen als Mainz, ne? Das muss man ja auch erstmal hinbekommen. immer diese böse Abneigung gegen den FSV Mainz 05. Ja. So ein sympathischer Karnevalsverein. Toller Verein mit einem so tollen Stadion, ist auch super zentrumsnah und kann man super toll erreichen. Ja. Sieht auch überhaupt nicht aus wie ein Baumarkt. Aber Sie sind in der ersten Runde 2005, 2006 gegen Sevilla sind sie ausgeschieden. Mhm. Und ich glaube, das, was der Thomas meint, ist die Saison 2011, 2012 gegen Gas Metan Medias. Ja, die meinte ich. Ja, Gas Metan Medias. Okay. Da sind sie rausgeflogen. Klasse, einfach richtig klasse. Könnte auch ein Ausscheidergegner des 1. FC Köln sein. Kommen wir zur dritten Frage. Wer ist denn seit 1926 hat Mainz hier diverse Trainer gehabt. Wer ist denn der Trainer in Mainz mit der längsten Verweildauer am Stück? Ist es A. Jürgen Klopp, Heinz Baas oder Thomas Tuchel? Das weiß ich nicht aus der Hüfte tatsächlich. Ich auch nicht. Aber ich würde tatsächlich sagen, es ist Kloppo. Müssten irgendwie 5 Jahre sein oder 6 Jahre am Stück. Tuchel war nicht so lange. Wer der andere ist, habe ich keine Ahnung. Aber Kloppo war 6 Jahre. Also ist denn Tuchel damals direkt auf Kloppo gefolgt? Nee, ne? Da waren noch ein, zwei dazwischen, oder? Beim BVB. Nee, bei Mainz. Bei Mainz, ja, es war, glaube ich, Jürgen Andersen, eine Saison und einen Sommer. Ja. Meine ich. Aber da war Tuchel dann ja auch, der ist, glaube ich, nach 3 oder 4 Jahren müsste der, glaube ich, gesagt haben, er macht jetzt sein Sabbatical und ist dann ja irgendwann zu Dortmund gegangen. Ja.
Ich weiß es nicht besser, deswegen der andere Kandidat sagt mir nicht. Heinz Brasch hieß der, hast du gerade gesagt, ja, ne? Heinz Brasch. Brasch sagt mir gar nichts. Und von den beiden anderen, die da noch übrig bleiben, würde ich auch auf Kloppo tippen. Ich glaube, der war auch länger als Tuchel dabei, ja. Also, ihr habt recht mit das. Also, ihr habt euch festgelegt auf Klopp? Ja. Das ist leider falsch. Wahrscheinlich war es der Heinz, oder? Leider falsch, Heinz Brasch, genau. War von 1959 bis 1966 Trainer bei Mainz. Alter, das war 12 Jahre, bevor ich geboren wurde. Richtig, ich jetzt ja. Sagen, ey. Ja. 40 Jahre, bevor ich geboren wurde. Ja. Also meinst du jetzt 1959 oder 1966? Sowohl dazu als auch. Muss, dazu muss man sagen, ich habe tatsächlich gedacht, dass ich habe diese Trainertabelle gefunden und habe gedacht, ach cool, hier Jürgen Klopp und Tuchel und gucken wir mal. Und dann hatte ich tatsächlich schon Jürgen Klopp, hatte ich schon mit einem X versehen und gehe in der Tabelle weiter nach hinten und habe dann gerechnet und habe festgestellt, dass Heinz Baas tatsächlich ein paar Monate länger Trainer war als Klopp. Aber mit der anderen Einschätzung, dass Klopp länger als Tuchel-Trainer war, okay, gut, naja. Dann finde ich das für Einschätzung innerhalb der Lebenszeit dann fast einen halben Punkt. Also, Dennis, du brauchst bloß 50 Cent zahlen, ist in Ordnung. Nein, der muss voll zahlen, das ist keine 50 Euro. 50 Euro. Also, Jürgen Klopp war tatsächlich 7 Jahre bei Mainz. 7 Jahre und 4 Monate. Tja, guck mal, was aus dem geworden ist. Gott sei Dank ist er da weggekommen. 2008. Auch nichts. Seitdem nichts mehr gehört, seit er aus Mainz weg ist. Ja. Macht er noch irgendwas? Nee. Ich glaube, bloß noch DVG-Werbung, oder? Und andere Werbung. Und andere Werbung. Ja. Also der ist tatsächlich werbetechnisch, glaube ich, gut aufgestellt. Das kann man sagen, ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Herr Klopp. Alles richtig gemacht. Glaubt ihr, Mainz kommt schon für Uth, also kommt noch zu früh? Für 90 Minuten Uth? Oder zumindest 60? Ich könnte mir vorstellen, dass Baumgart, gerade weil ja jetzt ein klein bisschen länger Pause ist, kein internationales, was heißt ein klein bisschen länger? Also wenn jetzt international wäre, dann wäre Donnerstag dran, also so wäre es Freitag dran, aber ich könnte mir vorstellen, dass Baumgart jetzt mal mit Uth statt Duda startet. Ich meine, du hast jetzt auch einen Kainz wieder zur Verfügung nach der Sperre. Ich kann es mir gut vorstellen, gerade weil er gesehen hat, was dann ab der 72. auch dann abgegangen ist, dass Uth dann auch das Tor vorbereitet hat. Kann ich mir gut vorstellen, dass er das macht. Es kann natürlich auch die Denke sein, gegen so eine Truppe wie Mainz dort, die sind ja auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie sehr, sehr filigran spielen, sondern grätschen ja auch gerne mal dazwischen, dass er ihn vielleicht noch ein bisschen schonen will. Aber ich meine, irgendwann musst du auch in den Rhythmus wieder über Spielen reinkommen. Und also leistungstechnisch fände ich es gut, wenn er es machen würde. Vielleicht hebt er sich diese Patrone dann auch noch auf, um zu sagen, hey, wenn wir da wieder in Rückstand geraten, dann haben wir da noch jemanden, der offensiv irgendwie Akzente setzen kann. Aber ich kann es mir vorstellen, dass er es macht. Ich nicht, tatsächlich. Ich glaube auch, dass diese Schambeinverletzungen halt immer extrem diffizile Kisten sind. Ich kenne Leute, die haben damit jahrelang nicht mehr schmerzfrei Fußball spielen können. Auf anderem Niveau natürlich auch anders betreut quasi. Aber ich glaube, dass man dabei auch zu Recht relativ vorsichtig ist. Ich glaube, Uth hat selber gesagt, dass er immer noch Schmerzen hat. Zumindest glaube ich vor dem Gladbach-Spiel noch. Ich glaube, dass man da vorsichtiger ist. Und sofern du da jetzt nicht komplett vom Fleisch fällt in der Woche, glaube ich, dass man wieder mit André beginnen wird. Weil wenn er eines gezeigt hat in dieser Saison, Belastung verträgt er offensichtlich relativ okay. Ja. Ist jetzt nicht, dass man den Eindruck hatte, er wäre jetzt ein anderer Spieler, wenn er mal dreimal in der Woche spielen muss oder so. Apropos, was ich bei Duda wirklich bemerkenswert fand, also er hat ja durchaus auch das Talent mal gezeigt, dass er sich sehr, sehr leicht von Spielern reizen lässt und dann gerne mal hier noch eine gelbe und direkt danach noch eine gelb-rote fängt. Das haben wir in der letzten Saison auch gehabt. Dass er sich da in Augsburg, da gab es ja auch so ein, zwei Aktionen, wo die sich da so gegenseitig niedergerungen haben am Boden, dass er da nicht ausgeklinkt ist, sondern halbwegs die Ruhe behalten hat, fand ich auch sehr, 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 sehr angenehm, das mal zu sehen, dass er sich da offensichtlich ein bisschen unter Kontrolle hat.
Weil so eine Aktion werden ihn in Mainz wahrscheinlich auch reihenweise begleiten, wenn er das hatte, kann. Aber trotzdem wieder die Aktion, als er gelb vorbelastet war, dass er wieder zweimal relativ robust reingegangen ist, ja. In der Gegend herumgegrätscht hat, wo ich dachte, kommst du dann eine Sekunde zu spät, bist du halt vom Platz. Und man muss halt sagen, ne, also man merkt ihm an, dass er Offensivspieler ist und er nicht weiß, wie man grätscht. Sagen wir es mal so. Oder nicht so. Ja, das hat Sully ja auch beim Dortmund-Spiel ja auch herzhaft erfahren. Ne? Genau. Oder dass er den mit Rot runter ist. Slowako war ja ähnlich direkt zu Beginn des Spiels. Dementsprechend ja, muss man, also ich fand gut tatsächlich, dass er sich nicht hat aus dem Spiel bringen lassen. Also nicht mal so sehr reizen, sondern dass er halt einfach seinen Stiefel weiterspielt, egal ob man das jetzt mega geil findet oder halt okay oder nicht so wirklich geil. Aber er hat sich jetzt nicht vom Gegner daraus bringen lassen. War ja, glaube ich, auch noch irgendein Foul von, ich weiß gar nicht, ob das an ihm war oder an einem anderen FCler. Glaube ich, war an Martel, ne? Wo man da noch schön den Fuß drauf gehalten hat, ja. wo gar nicht gepfiffen wurde. Ne? Ja. Ja, aber auch so Situationen, die bringen einen Spieler dann nicht raus und das ist halt schon mal ganz gut, wenn er halt von Groe so mit dem Kopf auf den Boden gerammt wird und trotzdem nicht ausflippt. Ist das nicht eine Tätlichkeit? Im Grunde genommen ist sogar das Ding von Berami schon, wie heißt er? Berisha. Eine Tätigkeit. Ja. Aber es hätten im Grunde genommen beide mit Gelb bedacht werden müssen, also Duda Grueso war es, genau. Aber ja, ich weiß nicht, also es ist natürlich eher eine Tätigkeit. Ich fand die Intensität jetzt auch nicht so heftig, dass man sagen muss, das ist zwingend rot. Dass aber beide, also dass vor allen Dingen Grueso aus der Aktion ohne Karte rausgeht, finde ich halt schon wow. Weil, sagen wir es mal so, das, was Berisha macht vorher, ist halt 100% weniger schlimm. Es ist halt nicht den Kopf nehmen und in den Boden drücken, egal in welcher Intensität. Es ist sich umdrehen und mal gegen die Brust rammen, also so ein bisschen. Rammen ist auch schon völlig übertrieben, sondern so ein bisschen Schüpserchen. Ne? Das ist halt auch gelb, aber ich finde dann immer, die Verhältnismäßigkeiten sind so ein bisschen schwierig. Also wenn man halt irgendwie auch sieht, dass man für ein leichtes Vergehen wie Keins im Derby gelb sieht, also das erste, und Benzebaini quasi einem schönen das halbe Knie durchtritt und das auch gelb ist. So ist Fußball aber halt, so sind die Regeln. Und ich fand das jetzt nicht, dass man da jetzt rot geben müssen. Mich hat's in letzter Konsequenz auch ein bisschen gewundert, dass das Spiel 11 gegen 11 ausgegangen ist, aber in die einzelnen Situationen hier und da hätte man sicherlich ein bisschen heftiger agieren können, auch als Schiedsrichter, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Bias, den du drin hast, wenn du weißt, du pfeifst Augsburg, ja, dann das ist dann halt ein bisschen ruppiger, dann bist du vielleicht nicht so ganz mit Karten irgendwie hinterher. Aber Dennis fragt gerade noch im Chat, was wir zu Elvis sagen. Kriegt er einen Fairplay-Preis oder war das eine Selbstverständlichkeit? Hat ihm da seine kölsche Vergangenheit ins Gewissen gerufen, dass er gesagt hat, ne, war keiner mehr dran? Ich bin mir da, also grundsätzlich finde ich das sehr positiv, wenn ein Spieler, wenn er gefragt wird, also ob er das von alleine sagt oder vom Schiedsrichter gefragt wird, sei dahingestellt. Ich finde es gut, dass er sagt, ich glaube, da war keiner mehr dran oder ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da einer dran war oder was auch immer. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass er proaktiv auf den Schiri zu ist, sondern dass er gefragt worden ist und ja, das hat Zweier, glaube ich, auch gesagt, oder ich weiß gar nicht, Zweier, oder wer es im Nachgang dann gesagt hat, ja, der Schiri hat ihn bewusst gefragt, sag mal, glaubst du, da war noch einer dran? Mhm. Ja, aber wie gesagt, ist für mich erstmal auch nicht ganz so zwingend die Frage, ob er das, also ob er aktiv gesagt hat, nein, ich war da nicht dran, oder ob er gefragt worden ist, weil ich finde die Aktion tatsächlich sehr gut. Ob es dafür jetzt einen Fairplay-Preis geben muss, boah, ich weiß nicht. Also, der Hibarian schreibt gerade, ist Ehrlichkeit nicht eine Grundtugende im Sport? Und ich finde, wenn man tatsächlich der Meinung ist, da war keiner mehr dran, dann kann man das durchaus auch mal zugeben. Also, es ist ja jetzt nicht ein Tor dadurch, also er hat ja nicht gesagt, nein, das Tor habe ich nicht erzielt, sondern es ging um eine scheiß Ecke. Ich finde, es spricht halt schon Bände, dass wir überhaupt drüber diskutieren. Ne? Natürlich sollte Ehrlichkeit oder zumindest jetzt nicht lügen
Man muss ja nicht immer zwingend ehrlich sein, aber man sollte halt auf Nachfrage nicht lügen. Schöne Grüße an Oliver Held an der Stelle. Soll nie wieder Glück in seinem Leben haben. Aber es spricht natürlich darüber, wie der Fußball ungefähr wahrgenommen wird, dass sowas schon heraussticht, dass man sagt, es war ja glasklar, keiner dran. Und bei aller Wertschätzung Elvis gegenüber, dass er das dann auch zugibt, ist er ist der, der als einziger brüllt, dass da einer dran war, ne, vorher. Und da war meterweit keiner dran. Er pöhnt irgendwie Kingsley Schindler an, dass er ja am Ball war und der Typ fliegt eine Sekunde später erst ins Bild rein bei dem Torschuss. Ne? Also wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob da vorher nicht auch war, so ja, das ist eine klare Ecke, ist eine klare Ecke. Das ist auch so diese Reflexartig vom Fußballer. Ich schieße 60 Meter übers Tor, aber der Torwart war auf jeden Fall noch irgendwie dran und vielleicht kriege ich ja eine Ecke, wenn ich nur laut genug fordere. Was ja auch völlig Manuel Neuer Hand, dass alles genau. Abseits ist, was gegen ihn passiert. Ne? Genau, und deswegen, ja, ich darf das ja eigentlich nicht zu laut sagen, weil ich es vermutlich selber umsetzen muss. Der Milka Fairplay im Moment ist der Woche werden wahrscheinlich, weil es gibt ja nicht so viel anderes, was passiert. Aber dass man da jetzt zwingend den jetzt in den höchsten Tönen loben muss. Das ist eine coole Aktion, also nicht falsch verstehen. Ich glaube, viele hätten einfach gesagt, okay, Ecke, nehmen wir halt. Im Grunde genommen sage ich halt, es ist nicht Aufgabe des Spielers zu entscheiden, ob Eckball ist oder nicht. Also, dass das nicht vom Schiedsrichter spannend gesehen wurde. Also, es ist ja, in der Schussbahn ist ja gar kein Kölner da. Wo hat Felix Zweier gesehen, dass das ein Eckball sein soll? Vor allem, ich habe mich bei da dem ist ein Meter gefragt. Keiner am Ball. Also, genau, und wenn die Schwäbe am Ball gewesen wäre. Also, ich weiß nicht, er hat ja nicht gesagt, dass Schwäbe am Ball gewesen wäre, sondern dass der Schuss abgefälscht war. Und sorry, das ist halt, wow, also, ne. Da sage ich halt immer, das ist nicht Aufgabe des Spielers, Schiedsrichterentscheidungen zu korrigieren, aus meiner Sicht, aber es ist immer schön, wenn es trotzdem passiert. So kann man das nicht formulieren. Also in dem Fall war es halt auch deutlich so, dass es keiner war, kein Eckball war. Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Aber das auch. Sehr gut. Wie würdet ihr denn gegen Mainz aufstellen? Glaubt ihr, dass wir viele Änderungen in der Formation sehen werden? Lass uns mal gucken auf die Formation. So, also ich glaube, abwehrtechnisch oder im Tor wird sich erstmal nichts verändern. Da sind wir, glaube ich, relativ safe. Und bitte Mainz, wehe. Also, dass ihr Timo verletzt habt beim letzten Spiel, okay, das hat uns ja dazu geholfen, dass Marvin Schwebe jetzt im Tor steht, aber lasst Marvin Schwebe in Ruhe. Ja, Abwehr, glaube ich, Hector, Hübers, Kilian, Schmitz, da wird sich nichts dran drehen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Dass du da irgendwas ändern wird. Ich sehe es nämlich auch so. Also ich, ich tippe auf exakt eine Änderung und das wird Florian Kainz für Erik Martel sein. Weil sonst sehe ich nicht, ich gehe mal davon aus, dass meiner und Tigges gut funktioniert haben. Dass Usain Basic, ich glaube, sich selber aufstellt aufgrund der Leistung. Und Ute hast ja schon gesagt, dass du erstmal Duda siehst und dann Ute halt später. Ja, genau. Dementsprechend bin ich da relativ zuversichtlich, dass nur eine Änderung passiert. Aber ich liege beim Tippspiel, was die Aufstellung anbetrifft, sehr oft daneben. Und ja, bin halt. Aber dann würdest du ja nur mit einer 6 spielen, wenn du Martel rausnimmst. Ja, klar. Oder Hüseyin Basic auf die Doppel-6. Nö, schon 2 Achter. Mit Kainzer und Hüseyin Basic. Wir haben auch, im Grunde genommen, haben wir auch gegen Augsburg nicht mit 2 Sechsern gespielt. Also, wer mir erklären will, dass Elias Liri klarer Sechser gespielt hat gegen Augsburg, der soll sich mal bitte angucken, wo der Typ überall rumgehangen hat. Also, tut er sowieso, aber natürlich war Martel der klare Anker-Sechser und Skiri hat alles übernommen in der Zentrale. Dementsprechend, Also, ist ja auch immer so gewesen, wenn wir 2 Sechser aufgestellt haben, dass es eine klarere, defensivere 6 gab unter den beiden. Ich finde auch nicht, dass wir gegen Mainz irgendwie arg defensiv auftreten sollten, weil bei denen hat sich das ja irgendwie komplett gewandelt. Die waren ja in der letzten Saison sehr, sehr heimstark. Die sind jetzt irgendwie komischerweise diese Saison mega auswärts stark. Die haben irgendwie von ihren 15 Punkten haben die gerade mal 3 zu Hause geholt. Den Rest haben die halt alles auswärts geholt. Da solltest du durchaus auch mal versuchen, ein bisschen offensiver anzutreten und denen da zu Hause mal wieder ein bisschen auf den Füßen zu stehen. Also ich finde das in Ordnung. Ich finde nicht, dass wir da irgendwie deutlich defensiver reingehen müssen, sondern dass wir da auch schon durchaus ein bisschen offensiven Druck entwickeln sollten und den frühzeitig zeigen sollten, dass wir da was mitnehmen sollen. Finde ich gut. Ja. Gerade auch spielstark dann in der Mitte.
ist in Ordnung. Ja, ja, genau, ich glaube halt genau, dass das wichtig wird. Ne? Also Mainz ist genau so eine RB-Kopie mit Svensson, so viel Druck auf den Ball, viel Gegner stressen und dann Umschaltfußball. Ich glaube, dass es da wichtig wird, den Ball in den eigenen Reihen behalten zu können, ne, um Lösungen zu finden, wie es immer so schön heißt beim Fußballspielen. Lösungen finden. Und dementsprechend wäre es gut, wenn wir Leute haben, auf dem Platz haben, die spielerische Lösungen finden können. Also nicht, dass Martel das jetzt unfassbar schlecht gemacht hat, aber ich glaube, wer die Saison bei Florian Kainz bis jetzt verfolgt, weiß, dass damit nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Element auf den Platz kommen wird. Mhm. Ja. Gehe ich tatsächlich mit. Ja. Steffen, weißt du Bescheid? Wir haben das mal geregelt für dich. Wir haben das mal für dich geregelt. Gehe ich mit. Und jetzt müssen wir natürlich noch einmal auf unsere Saisonspende gucken. Da haben wir ja natürlich noch mal zwei Spiele, wo wir jetzt mal drauf gucken müssen. Gegen Partizan, gut, keine Tore, schon mal keine Knete. Es haben aber mit Martel, Soldo und Hussein Basic drei Spieler gespielt, die unter 2000er Jahrgang, nee, über 2000er Jahrgang sind, also jünger als 2000 geboren, und dementsprechend gibt es da dreimal einen Euro zumindest. Und ansonsten ist der FC da leer ausgegangen. Bei den Toren beim Spiel gegen Augsburg ein bisschen besser, zumindest drei Tore, a 2 Euro. Und mit Martel, Hussein Basic zwei Spieler, die jünger als 2000 sind. 2000 oder jünger. Also 5 Euro nochmal in unsere Saisonspende und der eine Euro, den der Dennis für den Trainer zahlen muss. Also 6 Euro. Und ich würde darauf wetten, dass er das auch nicht gewusst hätte. Insofern haben wir das gut gemacht, Thomas. Wir haben ihm nicht allzu viel abgeknöpft. Aber war das denn unser Ziel? Ich habe das ja erst zu spät verstanden. Wir haben uns zumindest nicht blamiert. Das kann ich sagen. Es ist natürlich schade, dass aus meiner Sicht muss Dennis allein für die Abwesenheit schon bezahlen. Also er hat ja keine Frage richtig beantwortet heute. Das ist tatsächlich. Was ihr da regelt, ist mir egal, der Typ muss bezahlen. Ich kläre das mit ihm. Kann er in den Chat schreiben, was er will, lese ich eh nicht. Kann ich nicht hören. Ist mir egal. Soll bezahlen jetzt endlich. Knete raus und so. Ja, wir lassen ihn ja jetzt auch wieder ins Stadion, nachdem er hintereinander zwei Spiele gewonnen hat. Alles gut. Allein das sollte ihm was wert sein, oder? Dass er nicht mehr Angst haben muss, wenn er sich auf dem Weg zur Kurve macht, dass er links oder rechts von irgendwelchen Heckenschützen aus dem Gebüsch weggesnipert wird, damit er nicht ins Stadion kommt beim FC. Ich glaube, deshalb hat der Dennis auch nur gefragt bei Twitter, ob jemand nach dem Spiel Zeit für ein Bier hat. Ach so, okay. Weil ich glaube, dass ich Angst hatte, dass er vor dem Spiel von Schergen, die ich schicke, einkassiert wird. Also auf einmal so eine Aldi-Tüte über den Kopf hat und in ein Auto geworfen wird und so, ja. Nee, einfach kommt irgendjemand und hebt den einfach nur hoch und trägt ihn weg. Also. Alles gut gelaufen. Dennis, du bist halb rehabilitiert. Ich hab dir ja schon meine Absolution erteilt. Ja, das, wie gesagt, ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ja. Das werden wir weiter beobachten. Slowatschko kriegen wir auch ohne ihn hin. Müssen wir ja. Ja. Müssen wir ja. Gut. Habt ihr noch was ihr besprechen wollt? Nein. Nö. Wir haben ja jetzt auch, glaube ich, fast bei 2,5 Stunden auf die Uhr gepackt. Ne? Alles sieht alles gut aus. Wie gesagt, nächste Woche werden wir, ich denke mal, wieder in gewohnter Weise aufnehmen. Und auch wieder am Montag dann nach dem Spiel gegen Mainz sprechen. Und da werde ich tatsächlich heiß sein wie Frittenfett, weil es nämlich dann die Woche drauf nach Tschechien geht. Und da bin ich mal gespannt, was wir dann im Nachgang zu berichten haben.
Ja. Wir sehen uns ja dann erstmal nächste Woche Mittwoch um, was, bummelig halb 10 in Hannover am Bahnhof. In Hannover, ne? Genau. Ich werde in Hannover dazusteigen. Hoffe, dass die Reisegruppe Hamburg noch nicht gänzlich abgeschossen sich hat und ein bisschen Bier übrig geblieben ist. Da kann ich dir keinerlei Garantien drauf geben, auf diesen Umstand. Das glaube ich tatsächlich. Und ja, Ich bin mal wirklich gespannt, wo das hinführen wird. Und denk an den Wurstbazar, ne? Ja, genau. Also nehme noch Bestellungen auf für Reisegruppe. Wir haben noch keinen Namen, aber das müssen wir auch noch rausfinden. Sowas ergibt sich am besten im Rahmen der Reise. Ja. Europa wegschnupfen. Genau. Gut, das war's. Wir sind raus. Wir sind der FC und wir sind trotzdem hier. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschö. Bye. Ciao, ciao.